Ja, hallo, liebe Masterclass-InteressentInnen. Auch ihr, die ihr bei Zoom dabei seid, ihr konntet es noch nicht hören. Wir haben im Audimax gerade in der vorangegangenen Veranstaltung gab es einen kompletten Technik-Tonausfall. Also vielleicht haben einige von euch das auch mitbekommen. Was dazu führt allerdings, dass sich jetzt sämtliche Offline-Veranstaltungen um eine Stunde nach hinten versetzen. Was unsere Veranstaltung jetzt ein bisschen schwierig macht, weil wir eine hybride Veranstaltung sind. Sprich, wer hier bei mir im Senatssaal sitzen wollte, sollte, hängt jetzt noch ein bisschen im Audimax fest. Mit vier Ausnahmen, die könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Die sitzen auf der Seite und auf der Seite. Was ich euch jetzt anbieten kann, weil eigentlich sollten ja hier neben mir noch insgesamt vier Alumni der letzten Jahre, also aus drei verschiedenen Stadien der Masterclass sitzen. Das ist einmal, ich kann den Namen schon mal in den Raum werfen, Roland Weiß, das ist unser Alumnus aus der allerersten Masterclass. Inzwischen heißt das von vor 7 Jahren. Bernd, der die aktuelle Masterclass, also die ja quasi jetzt mit dem Summit offiziell endet, durchläuft oder durchlaufen hat. Und da kommen noch ein paar mehr rein. Sehr schön, hallo. Es gibt keinen zu spät, weil durch den Technik-Crash im Audimax starten wir eigentlich jetzt offiziell erst um 18 Uhr. Und mein Angebot an euch ist, dass wir diese, also ich muss hier sitzen, daran wird sich nichts ändern, weil sonst wisst ihr nicht, was Sache ist. Euch kann ich das ja ganz gut bilateral noch kommunizieren, aber der Online-Community leider nicht. Wir überbrücken diese inzwischen nur noch 40 Minuten, indem ich euch einfach ein offenes Q&A, so habe ich es draußen genannt, anbiete und ihr alle eure Fragen, die bestimmt zahlreich sind, zur Entrepreneurship Masterclass 2021-2022 stellt. Und danach machen wir im kürzeren Durchlauf die zwei Sessions, die zur Masterclass angedacht sind. So, ich gehe mal kurz auf Zoom ein. Ihr, die ihr mich da hört und seht, ihr werdet auch nachher, wenn hier Fragen gestellt, ist der Ton nicht lauter zu stellen? Okay, da bräuchten wir Feedback noch von anderen, ob das ein individuelles Problem ist oder ob wir tatsächlich nur sehr leise rauskommen. Was ich sagen wollte, es ist immer sehr schön und das ist auch ein Teil der Masterclass, dass wir eine Community sind und dass wir netzwerken, uns miteinander bekannt machen. Wenn ihr den Mut habt, euch zu zeigen, vielleicht die Kamera anmachen, gerne auch Hallo sagt. Und dann können wir nämlich hier in diesem Senatssaal des Henry Ford Baus tatsächlich eine echte hybride Veranstaltung machen. So, Andrea hat schon das Mikro geöffnet. Kommt da noch mehr? Ja. Also der Ton scheint okay zu sein bei den meisten oder bei denen, die sich jetzt gemeldet haben. Und gut, dann fangen wir gerne hier an. Also die gerade noch nachgekommen sind, wir haben im Audimax einen kompletten Technikausfall gehabt, was das gesamte Restprogramm um eine Stunde nach hinten verschiebt, was in unserem Format hier mit der Online-Teilnahme leider das ein bisschen schwierig macht. So viel dazu. Also, dann möchte ich euch trotzdem, Lana hat eine Meldung. Guck, dann funktioniert es doch gleich. Hi, grüß euch alle. Entschuldigt bitte, ich kann mein Video gerade nicht anmachen, weil ich mir gerade die Haare gewaschen habe. Ich wusste nicht, dass das so eine hybride Veranstaltung ist. Aber dennoch fände ich super, wenn wir starten würden, weil das ist ja eigentlich ein Glücksfall, weil wir Fragen stellen können, die wir wahrscheinlich normalerweise gar nicht alle fragen könnten, wäre das eine normale Session. Also meine erste Frage wäre grundsätzlich schon mal an die Alumnis, ob sie profitiert haben von diesem Jahr in der Masterclass. Genau, das ist das Problem. Wir haben hier gerade keine Alumni sitzen. Gut. Die sollten eigentlich nämlich hier sein, aber die haben durch diese Verzögerung im Audimax, sind selber im Audimax eingebunden gerade. Bernd zum Beispiel, der beim Proof of Concept teilnimmt, der hat eben die einjährige Masterclass jetzt gerade durchlaufen,
und quasi so den Muster Durchlauf gemacht, Masterclass letztes Jahr am Summit gestartet und mit dem Proof of Concept im Folgejahr, also jetzt, abgeschlossen. Ich wage es nicht für Sie zu antworten, aber dann würde ich erstens was vorwegnehmen, zweitens könnte man mir Befangenheit unterstellen. Sprich, diesen Teil müssen wir leider verschieben aufgrund fehlender Alumni, aber ihr habt ja sicher sonst auch Fragen, so rein technischer Natur zum Beispiel. Was bedeutet denn die Masterclass? Was müsst ihr denn da machen? Was ist der Zeitaufwand? Und das können wir hier sehr gerne einmal durchdeklinieren. So, gibt es dazu Fragen? Ja, Lana? Fange ich wieder an. Fangen wir doch mit dem, weil das ja eine Art Weiterbildung ist, wird es eigentlich anerkannt vom Finanzamt? Kann man da einen Bildungsantrag stellen? In die Richtung würde es mich interessieren. Ich weiß, was du meinst. Bildungsantrag tatsächlich nicht, weil das hatten wir letztes Jahr genau den Fall. Dafür müssten wir uns, du brauchst eine sogenannte Maßnahmennummer, die müssen wir als Stiftung beantragen. Und wir hatten das vor einigen Jahren mal in Erwägung gezogen. Und nachdem wir dann mit dem Bürokratieaufwand uns konfrontiert gesehen haben, was das bedeutet und vor allem, dass man den jährlich neu durchlaufen muss, wurde sich dagegen entschieden, weil wir in dem Sinne ja keine Bildungseinrichtung sind und das ziemlich kompliziert geworden wäre und nicht realisierbar leider. Wie das jetzt konkret in der privaten Steuererklärung aussieht, ich bin der Meinung, absetzbar ist es schon, zumindest angebbar, aber jetzt nicht im Rahmen einer richtig zertifizierten Bildungsmaßnahme. Ach, hallo Klaus, der Erste mit Bild. Aber ohne Ton, falls du was sagen wolltest. Ich kann einmal dich hier forcen. Ja, geht nicht nur jetzt, aber ich kann auch Bild wieder ausmachen. Okay. Aber schön, dass wir ein Gesicht haben. Genau, machen wir es. Wir machen das jetzt noch einmal, weil wir auch hier mit den Zoom durchsprechen wollen. Wir haben die Möglichkeit, ihr habt alle Tischmikrofone für euch. Du kennst es schon, du warst vorher bei den Thomas, ihr beide, ich gucke euch meine an, bei den Thomas-Sessions. Ihr könnt einfach in das Mikrofon reinsprechen und dann werdet ihr nämlich auch dann werdet ihr auch in den Zoom-Raum mit reingesprochen. Möchtest du die Frage nochmal stellen? So. Genau, einfach die Hand heben so und dann kann sie auf dich rüberschieben. Perfekt. Hallo. Genau. Kannst du vielleicht einfach einmal die Grundprinzipien der Masterclass erklären und was man da genau macht? Also was bedeutet die Masterclass? Ja, sehr gerne. So, also die Technik hier ist schon cool. Technik, die begeistert. Also grundsätzlich, also was kann ich euch erzählen, was nicht auf der Seite schon steht? Also der Ablauf, die Masterclass ist ein Jahresprogramm mit inoffiziellem Kickoff quasi hier am Entrepreneurship Summit und dann auch offiziell am Ende am darauffolgenden Entrepreneurship Summit. In diesem einen Jahr gibt es diverse Workshops und Ziel, also was ja uns unterscheidet, also erstens, wir bieten, sind keine klassische Gründungsberatung in dem Sinne, das können wir nicht leisten, also so Fragen wie Rechtsform und Finanzierung und Co., sondern unser Konzept, unser Ansatz setzt weiter vorher an, wir möchten das Entrepreneurial Design in den Vordergrund stellen, also sprich das Konzept, das ist das landläufige Wort dafür. Faltins These und wir sind natürlich basierend aufgrund theoretischer Annahmen, die er im Laufe seiner Karriere bestätigen konnte, ist, dass diese Zahlen von 80-90% Gründungen, die in den ersten 5 Jahren scheitern, einfach viel zu hoch ist. Also das ist eine reale Zahl, die wurde erhoben, die wurde in Israel zuletzt, die eine recht hohe Dichte an Startups haben, wieder bestätigt. Und eben seine These, die wir vertreten als Stiftung, ist, dass das schlicht nicht sein muss, sondern die Fehler werden schon in der Konzeptphase begangen. Und wenn man ein ausgereiftes Konzept hat, können wir diese Quote massiv drücken. Und das ist das, was wir machen. Wir arbeiten wirklich nur am Konzept des Entrepreneurial Design. Der Proof of Concept ist quasi der erste Schritt, wo ihr auf den Markt geht.
Das heißt, ihr testet euer Produkt. Der Proof of Concept ist jetzt noch nicht die Gründung, wo ihr jetzt all euer Kapital gebündelt haben müsst und jetzt klappt es oder es klappt nicht, sondern der Proof of Concept ist im Prinzip wirklich einfach nur eine Testung eurer Annahmen. Also eure Annahmen, die Annahme ist das, was ich anbiete oder was ich in die Welt bringen, setzen möchte, hat das einen Mehrwert oder Sinn? Und das ist eben das, was jetzt hier auch im Rahmen des Entrepreneurship Summits stattfindet mit den 10 Finalistinnen, die ihr hier oben vielleicht, ja, hier oben in der Galerie gesehen habt. Die werden mit dem Learning hier rauskommen. Ist das Produkt, was ich hier habe, sinnvoll? Gibt es Menschen, die sich dafür interessieren oder nicht? Und dieses eine Jahr, du möchtest ein bisschen detaillierter, ne? Mache ich gerne. Dieses eine Jahr besteht eben aus diversen Workshops. Die erste Hälfte wird komplett zentriert auf Faltins Thesen. Also wer Faltins Bücher kennt, wird auch viel davon schon gehört haben. Nur ist das dann natürlich in Workshop-Form gepackt. Sprich, das, was ihr sonst einfach zu Hause lest, kriegt ihr dort in Form von Workshops präsentiert und arbeitet mit euch, mit der Masterclass gemeinsam an euren Konzepten und nehmt das daraus. In der zweiten Hälfte gehen wir eben, die ist schon sehr stark mit Fokus auf ein Proof of Concept. Das muss nicht der Proof of Concept hier sein. Also wann und wo ihr euren Proof of Concept macht. Proof of Concept ist ja nur ein Begriff, das ist natürlich komplett euch überlassen. Wir hatten dieses Jahr welche, die haben im März ihr eigenes Proof of Concept gemacht und sind jetzt zum Beispiel am Stand, wo sie ihre Gründung einfach, die ist in der Welt. Und wir haben aber auch welche, die werden den nicht, also haben den nicht jetzt zum Ende des Jahres gemacht, sondern werden vielleicht erst im nächsten Jahr machen. Da werden dann hier nämlich zwei Leute sitzen, Jan und Caroline, die genau das durchgemacht haben. Die haben ein Jahr Masterclass gemacht, haben sich in diesem Jahr gefunden im Rahmen der Masterclass und dann ein Jahr später, also nach Abschluss ihres Masterclass-Jahrgangs, haben sie dann gegründet. Und jetzt sind sie seit genau einer Woche live mit ihren Produkten, die online vertrieben werden, haben Crowdfunding vorher gemacht, was ziemlich erfolgreich war. Und das sind so die verschiedenen Werdegänge. Das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist festzuhalten. Es ist dieses Ein-Jahr-Konstrukt, das ist so eine theoretische Linie. Wer, wann und wo, wie steht, das ist komplett offen. Und das sagt auch überhaupt nichts über die Qualität von irgendwas, was ihr in dem Zeitraum produziert oder nicht produziert, aus. Ungefähr die Richtung? Okay. Gibt es denn sonst noch hier jetzt Fragen? Wir sind ja, wie gesagt, so ein bisschen im Überbrückungsmodus da drüben auf Mikro 3. Ja. Ja. Meine Frage wäre, geht man in die Masterclass mit einer Idee schon rein oder wäre es auch ganz gut, noch keine Idee mitzubringen und zu schauen, wie die Arbeit in der Masterclass dann? Das ist einmal eine sehr gute Frage und auch eine ganz klassische Frage und die ist auch wichtig, weil also grundsätzlich das Schwierigste für uns ist, wenn jemand mit einer festen Idee, mit einem gefühlt fertigen Konzept in die Masterclass geht. Weil die Masterclass setzt ja eben in der Konzeptphase an. Sprich, was unser Job ist quasi, beziehungsweise Professor Faltins Job, was er mit euch machen wird, ist, alle eure Ideen und Konzepte werden auf den Prüfstand gestellt und so ein bisschen Reset auf Null gesetzt und alle Annahmen hinterfragt. Es werden neue Sichtachsen aufgestellt. Und das sind die Workshops von Professor Faltin am Anfang. Die tun gerade den Leuten, die nämlich mit einer gefestigteren Idee reinkommen, tun diese Workshops häufig weh, weil da auch gerne was kaputt geht. Und das ist aber eben die Herausforderung auch in der Rana Masterclass. Deswegen, am angenehmsten ist es natürlich, wenn es lose Konzepte gibt. Gar keine Konzepte geht natürlich auch. Also Inspiration findet man ja auch mit der Zeit. Und aus Erfahrungsgemäß, wir haben immer alles dabei. Also letztes Jahr, ich kann immer gut vom letzten Jahr sprechen, weil ich jetzt die letzte Masterclass komplett von A bis Z durchgeführt habe und mitgemacht habe. Auch unsere erste digitale Masterclass, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, dass das alles wirklich rein digital ist. Sprich, ihr könnt auf Honolulu sein oder sonst wo. Wir hatten einen Teilnehmer aus Singapur, der jetzt in Berlin aber ist, beim Proof of Concept. Das ist sicher. Und jetzt habe ich mich selber gerade verrannt. Die Frage war, genau, Konzept oder nicht. Insofern, wir haben alles davon, ich muss jetzt noch auf Start drücken und mein Shop geht live, bis hin zu, ich habe das Buch mal von Faltin gelesen und finde das Ganze echt cool und ich will eigentlich gründen, aber weiß überhaupt gar nicht was. Und ich muss gerade kurz überlegen, die Proof of Concept Teilnehmenden, die jetzt dabei sind, selbst die, das sind acht von den 10 Finalistinnen, die dort draußen stehen, sind aus der diesjährigen Masterclass.
Und diese 8 decken komplett dieses Spektrum ab. Von Leuten, die gar nichts hatten, bis hin zu dem, das wäre Bernd, der auch hier sitzen sollte, der mit seinem Konzept reingekommen ist. Und aber genau das, das ist ein Zitat von ihm, was er mir am Telefon letztes erst gegeben hat, das Meeting mit Faltin, wo er sein Konzept vorgestellt hat, hat ihn eine kleine Sinnkrise fallen lassen. Er dachte so, oh mein Gott, ich bin ja scheinbar so schlecht, aber im Gegenteil, das war ja genau das, was wir bezwecken oder Faltin bezwecken wollte und es hat funktioniert, er steht erst heute hier. Insofern, da sind wir ganz offen. Es gibt halt auch wieder da eine unterschiedliche Herausforderung. Wie ist denn das bei Zoom? Gibt es bei euch noch Fragen, bevor hier unsere Alumni reinkommen? Eine Meldung, Andrea Rehmer, ja bitte. Und wenn möglich, sehr, sehr gerne mit Bild, dann könnte ich hier alle Anwesenden auch sehen. Ja. Hallo. Meine Frage ist zu den Terminen. Sind da teilweise Termindopplungen mit dabei oder sind das absichtlich teilweise gleiche Überschriften, die dann im Laufe des Jahres möglicherweise nochmal andere Themen mit sich bringen? Ne, zum Beispiel habe ich hier Fragen an erfolgreiche Gründer. Ah, okay. Was ja mehrfach vorkommt. Genau, da ich habe gerade überlegt, das kann eigentlich das Einzige. Ne? Wir haben im Mai haben jetzt auch so Doppeltermine, das ist dann Teil 1, Teil 2, das Fragen an einen erfolgreichen Gründer, das ist ein neues Modul, was wir jetzt dieses Jahr mal ausprobieren, das probieren wir aus, also wir sind auch ständig im Ausprobieren und neue Sachen versuchen. Da wird Thomas Fullroth, der Gründer von Zeit Olivenöl, in den 90ern Mitarbeiter der Tee-Kampagne, einfach für euch zur Verfügung stehen und da könnt ihr nämlich das, was ich vorher gesagt habe, was wir nicht leisten können, diese Gründungsberatung in dem Sinne, kann er euch aber durchaus aufgrund seiner Erfahrung dann anbieten. Weil diese Fragen kommen eben immer wieder, so diese rein technischen Fragen zur Gründung, wie mache ich das? Und das wollten wir auch mal mit anbieten. Also das ist Kategorie quasi optionales Angebot. Und wird dann 3-mal im Jahr, das ist jetzt auch, wenn da keine Nachfrage besteht, dann machen wir es natürlich nicht. Aber die haben wir erstmal in seinem Kalender blockiert. Nicht, dass er plötzlich was anderes vorhat. Ansonsten gibt es eigentlich keine Doppelung. Also wir haben Design Thinking auf 2 Termine aufgeteilt. Das hat einen speziellen Hintergrund, weil ihr da eine große Hausaufgabe kriegt. Patrick Stählers Workshop, Business Model Canvas, wird auch an 2 Terminen stattfinden. Vielleicht sogar an 3, da bin ich noch mit ihm im Gespräch. 3 insofern, dass wir den 2. Termin, sprich die Auswertung, die ein Ganztagesworkshop ist, auch offline anbieten werden. Allerdings dort auch wieder optional, weil, wie vorhin schon angesprochen, es ist eine rein digitale Masterclass. Also das Versprechen ist, ihr könnt alles digital wahrnehmen. Und selbst wenn ihr es nicht wahrnehmen könnt, habt ihr nachher die Aufzeichnung, die euch auch innerhalb von Talk übrigens, wer sich schon ongeboardet hat, das würde mich mal interessieren. Aber das immer nicht sicher sagen können. Ihr seid ja alle hier beim Entrepreneurship Summit mit einem Ticket. Das heißt, ihr habt auch alle eine Einladung von Talk bekommen für unsere Veranstaltungsplattform. Wer hat sich denn da alles von euch registriert? Gerne einfach mal per Handmeldung. So 50% würde ich sagen. Nein, nicht mal ganz, aber die Hälfte. Okay. Die das Talk jetzt schon gesehen haben, da wird auch die Masterclass stattfinden. Es gibt dann quasi eine neue Umgebung. Und das hat jetzt letztes Jahr eben aus der Not heraus ist das gewachsen, weil wir eben irgendeine Form von Plattform brauchten, um der Masterclass einen Ort zu geben, wo sie sich auch finden können und austauschen können. Und das hat mit Talk sehr gut funktioniert, war sehr betreuungsintensiv am Anfang, aber als wir das dann hatten, das ist, die das nicht kennen, das ist halt im Prinzip wie ein soziales Netzwerk. Ihr könnt dort Gruppenchats machen mit Teilnehmenden, sprich, wenn ihr euch dann Gruppen gefunden habt. Ihr könnt Videocall-Meetings nämlich auch innerhalb von dieser Plattform machen, was sehr praktisch ist. Und sämtliche Agendapunkte werden aus Talk heraus angeboten, sodass ihr immer nur diesen einen Ort braucht und das dann alles zentral gesammelt. Jetzt waren gerade noch 2 Wortmeldungen. Andreas, das war wahrscheinlich die von vorher, die von Andrea. Hast du die Hand runtergenommen? Und Lana hatte noch mal eine, aber die ist auch wieder zurückgenommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, so, dann gucken wir mal auf die Uhr. Wie spät ist es denn? Ich habe nicht keinen. Ui, wir müssen, wie gesagt, bis 18 Uhr. Dann kann ich euch erst die Alumni bieten. Das tut mir wirklich leid. Es gab nochmal Nachzüge, ne? Im Audimax kompletter Tonausfall. Alles Programm verschiebt sich.
Und wir haben aber hier ja eben auch unsere Online-Teilnehmenden, die nicht unbedingt davon Kenntnis haben konnten. Aber Andrea hat eine neue Hand. Wie ist jetzt wieder dazu gekommen? Ja, ganz genau. So, da seht ihr mich auch wieder. Dieses Jahr, hast du ja gerade schon gesagt, findet alles online statt. Ich bin mir selber noch nicht sicher, mache ich dieses Jahr mit oder nächstes Jahr? Wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Wisst ihr das schon? Ja, jein. Jein, nein, wir wissen das, im Prinzip wissen wir es nie. Also jetzt gar nicht mal komplett auch unabhängig von Corona oder sonst was. Covid war jetzt für uns eben am Anfang erstmal ein erzwungenes Online. Also wir haben ja letztes Jahr März ging es los. Ne? Ja, genau. Das heißt, wir waren mitten in der Masterclass 1920 und mussten auf einmal digital umstellen. Was dann bei Professor Faltin, der halbjährig in Thailand im Rahmen einer Gastprofessur sitzt, dazu geführt hat, dass plötzlich gemerkt hat, hey, das ist ja voll praktisch. Das heißt, ich kann ja eigentlich über das ganze Jahr meine Workshops anbieten und wir können viel mehr Termine machen. Und der Austausch, der dadurch möglich war, wurde viel intensiver. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir wahrscheinlich von dem digitalen Aspekt nie mehr komplett zurückgehen werden, weil zumindest in diesem halben Jahr, das ist immer so Oktober bis April, Mai, was er in Thailand verbringt. Mal angenommen, Pandemie und alles ist komplett vorbei, ab dem Zeitpunkt werden wir auch wieder Offline-Workshops anbieten. Aber wie das jetzt konkret 21, 22 aussehen wird, kann ich dir tatsächlich leider nicht sagen. Das wird eine spontan den Umständen angepasste Entscheidung werden. Andererseits eben, wir haben TeilnehmerInnen aus Österreich, der Schweiz, Portugal, eine, die sogar in Afrika beruflich unterwegs war und eben aus Singapur ist dabei gehabt. Und das ist eine Möglichkeit der Reichweite und Vernetzung, die werden wir so schnell nicht aufgeben. Weil wir jetzt das Learning auch hatten, die vorhergegangenen Masterclasses waren ja, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber die waren ausschließlich mit Offline-Terminen. Die haben dann naturgemäß, weil wir sitzen in Berlin und auch alle unsere Mitarbeitenden sitzen in Berlin stattgefunden haben, was uns natürlich dann schon auch irgendwo beschränkt, weil es ist nicht allen möglich, einmal im Monat durchschnittlich nach Berlin zu fahren. Und so waren wir halt sehr Berlin-zentriert und das hat Vor- und Nachteile, was jetzt aber die Möglichkeit der Teilnahme angeht, natürlich nur Nachteile, weil das nicht inklusiv ist. Ja, ich brauche jetzt noch ein paar Fragen. Ich rede mich gerade warm. Ja, bitte. Ja, das kann sich auch managen. So. Genau. Erarbeitet man dann alleine an seinen Ideen oder ist es dann in der gesamten Gruppe von der Masterclass, dass dann Konzepte gemeinsam auf den Prüfstand gestellt werden oder wie genau findet das nachher statt? Ja, sowohl als auch. Also tatsächlich die meisten Konzepte, die entstehen während der Masterclass oder die auch zusammengeführt werden, sind dann immer, fast immer Gruppenprojekte oder Teamarbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, als Lonely Warrior da durchzumarschieren oder einfach nur im Austausch mit den anderen, aber komplett bei sich zu bleiben. Dann, was du gerade gesagt hast, im gesamten Plenum auch gibt es die Möglichkeit, die Konzepte vorzustellen und dann, also die sogenannten Labortermine, da weiß ich, einige waren auch schon bei Laborterminen. Ne? Du warst dabei, hier Thomas Bebiolka bei Zoom war auf jeden Fall dabei. Gerson Kramer auch. Da werden die stellt ihr eure Konzepte vor mit einem Pitch und danach werden sie erst von Faltin auseinandergenommen und dann von der Crowd wieder aufgebaut, in der Regel mit konstruktiven Geschichten. Das ist das Laborformat und das kommt auch immer wieder in den Workshops dann vor. Und dieses Jahr, genau, das wollte ich mir eigentlich noch aufheben, aber ich muss ja langsam doch ein bisschen meine Trümpfe ausspielen. Sonst wird das hier sehr monoton. Gibt es ein ganz neues Format, das habt ihr noch nirgendwo im Programm gesehen, weil das ist auch kein öffentliches Format. Wir werden relativ früh, und das wird für dich wieder interessant, wegen Stand des Konzeptes zu deiner ursprünglichen Frage, relativ früh im Masterclass-Jahr eine Ausschreibung quasi auf den Weg bringen, oder eine Bewerbung, wo ihr euch mit euren Konzepten bewerben könnt. Und von diesen Konzepten werden
deswegen nicht. 10 haben wir gesagt, ja, 10 war der letzte Stand. Wobei das am Ende, müssen wir schauen, vielleicht auch 12. Aber wo 10 Konzepte von ausgewählt werden, die ein exklusives, einstündiges Labor mit Faltin kriegen. Mit einer Bedingung, sie müssen, 6 bis 8 Leute aus der Masterclass zulassen. Und da geht es dann aber diese eine Stunde nur mit Professor Faltin aus einzig und allein um das eingereichte Konzept, also von denen, die da ausgewählt wurden. Und da wieder, da haben natürlich jetzt viele erstmal die Sorge, ja gut, jetzt habe ich ja noch gar kein Konzept oder habe nur so eine leichte Anfangsidee. Ich sage nur so viel, die leichten Anfangsideen sind die, mit denen Professor Faltin am liebsten arbeitet. Also er trifft dann auch die Entscheidung. Ich bin gleich schon vorweg, ich bin unschuldig an allem, was passiert. Ich bin sowieso immer unschuldig. Aber bei dieser Auswahl, das ist tatsächlich seine Auswahl. Und das, wir haben jetzt einen Arbeitstitel erstmal, Labor X. Das ist super, super kreativ. Labor X für exklusiv. Ne? Und die werden nämlich im Zeitraum Januar bis März dann stattfinden, wochentags. Das wäre dann jetzt gerade, was du meinst, wahrscheinlich interessant. Und ansonsten halt im Rahmen der Workshops, im Rahmen der Labore wird es immer Möglichkeiten geben, dass ihr euch einbringt und also eure Konzepte mit einbringt oder Faltin dann auch für einen Workshop eben auch nach Konzepteinreichung fragt, an denen er exemplarisch was abarbeiten kann, weiß ich, beispielsweise neue Sichtachsen finden. Dann sind auch wieder gerade so Anfangskonzepte schön, weil fertige Konzepte, findet man schon neue Sichtachsen. Das Problem ist, die KonzeptgeberInnen müssen sich auch darauf einlassen. Und das hat schon häufig zu Konflikten geführt. Ja, natürlich. Aber das gehört dazu. Das ist ja ein Prozess und ein Prozess schmerzt auch. Und ja, also ja, gibt es. Das wäre die Kurzform. So, die eine Hand von Moritz. Auch bei dir. Wir freuen uns sehr über freundliche Gesichter. Das ist ja auch die erste Gelegenheit, dass wir uns kennenlernen. Moritz, bitte. Den Ton brauchst du noch? Du bist noch stumm? Jetzt ja. Hört ihr mich? Super, cool. Ich habe doch gerade schon in den Chat reingeschrieben, weil ich unterwegs bin. Es ist ein bisschen laut und schwierig. Nur die Frage einmal vorweg. Ich habe noch nichts auf der Website gelesen. Kann man mit der Masterclass auch Produktentwicklung für Geschäftsfeld machen? Also wenn man ein neues Geschäftsfeld eintreten möchte, dass man sehr ähnlich wie bei der Geschäftsidee. Ich glaube, ich habe die Hälfte war abgehakt, aber ich habe jetzt deinen Hinweis auf den Chat mal wahrgenommen. Kann man auch mit Geschäftsentwicklung an der Masterclass, Geschäftsfeldentwicklung an der Masterclass teilnehmen, also für Produktentwicklung für ein neues Geschäftsfeld? Absolut. Naja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe gerade irgendwie die langen Antworten, aber ja, absolut. Aber da sehe ich, da waren noch andere Nachrichten, ne? Ja, da ging es noch um den Ton, das war die Frage von Moritz. Andrea, enthält die Masterclass auch Jurist? Nee, genau. Das eben genau nicht. Und ein bisschen wollen wir das aber jetzt mit dem neuen Zusatzformat Fragen an einen Gründer, in dem Fall Thomas Fuhlrott, mit reinbringen. Wobei also juristische Beratung sowieso ein sehr, sehr heikles Feld ist. Das werden wir nicht in-house anbieten können. Das, was Thomas euch geben kann, ist einfach tatsächlich seine inzwischen 30-jährige Erfahrung als Gründer und Entrepreneur. Ja, bitte. Ja. Mit welchen anderen Netzwerken der Startup-Szene ist die Masterclass vernetzt? Oder Austausch? Ja, Social Entrepreneurship zum Beispiel. Also da haben wir jetzt im letzten Jahr, war Norbert Kunz für einen Workshop bei uns und hat dann auch Folgegespräche geführt. Cent hatten wir jetzt letztes Jahr nicht im Programm, aber zu Cent haben wir generell einfach einen sehr guten Kontakt. Cradle to Cradle, wobei das jetzt kein Startup-Netzwerk in dem Sinne ist, aber Professor Braungart hatte auch vor 2 Jahren Input, seitdem haben wir immer Cradle to Cradle mit dem Programm. Sprich, ihr kriegt... Das ist Bernd, komm gerne hier zuvor zu mir. Also hier gerne auf. Achso. Ja, das haben wir hier schon. Nee, komm hier zu mir. Ja, hallo zusammen. Wir hatten gerade den Pitch. Ja, ja, klar. Das ist das, was ich habe hier. Wir haben jetzt ein bisschen offenes Q&A gemacht. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele online verloren. Das ist immer so schwer zu sagen bei schwarzen Kacheln.
macht eure Kameras an. So, dann möchte ich euch gerne den ersten Alumni, der ist vom Audimax, wo es eben die massiven technischen Verzögerungen gibt, vorstellen. Das ist Bernd, der dieses Jahr jetzt die Masterclass, also quasi heute abschließt. Ne? Das ist ja das offizielle Ende der Masterclass. Bernd ist mit einem Konzept in die Masterclass gestartet. Ich habe tatsächlich den Ursprungsnamen vergessen. Ich habe immer gesagt, ich fand den so cool. Planedodo. Genau, Planedodo war das. Richtig. Jetzt eben im Prinzip mit dem Konzept am Proof of Concept ist, aber im Rahmen der Masterclass natürlich ein Wandel, eine Transformation. Wir haben ja das Motto, die große Transformation, die hat auch hier in Teilen stattgefunden. Und meine Idee war jetzt mit dir, du kommst ja jetzt gerade vom Audimax von der Bühne, das heißt, du hast gerade deinen Pitch gemacht. Jetzt, ja, super. Ist das an? Das ist an, okay. Genau, wir drei hier sind immer an. Und ich dachte einfach, was du jetzt hier schon einmal der Masterclass zeigen könntest, ist, wenn man bis zum Proof of Concept in dem Jahr geht, wie am Ende so ein Pitch aussieht. Weil ich habe jetzt deinen Pitch natürlich auch nicht gehört, weil du ja im Audimax warst, aber ich würde deinen Pitch sehr gerne hören. Der geht 40 Sekunden. Nein? Also der Pitch ist zu viert gemacht worden. Ach, verdammt. Ich bin auch noch total aufgeregt. Das verstehe ich. Das war sehr aufregend. Es gab auch mit den Mikrofonen so Probleme. Ja. Ich will jetzt aber nicht, oder soll ich noch was darüber erzählen? Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal, es war schon ganz toll. Man muss ja mit allem rechnen. Und in dem Fall war es so, wir waren zu viert auf der Bühne und haben eine Art Choreografie gehabt, also jetzt an Sprechen. Und damit gerechnet, dass wir das Mikrofon selber in die Hand nehmen können und weitergeben. Das war nicht der Fall. Also die Moderation hat sich zwischen uns gestellt und dann wusste sie natürlich nicht, wer wann redet. Es war also ein bisschen spannend und nicht ganz so glatt, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber es hat total Spaß gemacht. Und ich muss sagen, alleine die Möglichkeit, am Pitch teilzunehmen, hat bei uns nochmal so ein Turbo ausgelöst. Also vor 3 Wochen wussten wir noch nicht, welches Produkt wir haben. Das ist ein bisschen verrückt, aber die Idee war sehr kompliziert. Es geht um eine Online-Plattform, die nachhaltiges Leben leichter machen soll und Lust auf Transformation. Und natürlich ist es schwierig, eine Plattform mit einem kleinen Produkt zu starten, weil wir natürlich noch keine große Plattform jetzt haben. Und da haben wir zuletzt auch durch den Austausch mit vielen Leuten, unter anderem aus der Masterclass, aber auch drumherum Dinge, die sich durch die Masterclass ergeben haben. Ich bin auch in einem Programm, das nennt sich Sozialinnovatoren Hessen. Er zum Beispiel ist auch mit Cent genau. Dann unterwegs gewesen. Und diesen Tipp haben wir eigentlich bei einem der Workshops oder Vorträge hier in der Masterclass bekommen, dass es solche Programme gibt. Und da haben wir eine kontinuierliche, kostenlose Beratung, ne, für Gründer. Ganz, ganz fantastisch. Und da sind wir jetzt auf ein Produkt gekommen. Das ist ein digitaler Adventskalender. Soll ich weiter? Sehr gerne. Also wir haben ja so ein bisschen, ich kann jetzt leider nicht mein Schema F, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Wir sind da ganz wichtiges Learning auch bei der Masterclass und auch für alle, die gründen wollen. Es ändert sich stetig alles. Also das machen wir jetzt hier gleich wieder. Wir überbrücken jetzt und sind spontan. Und ich finde das persönlich gerade sehr spannend, weil wir hatten noch gar nicht die Möglichkeit, uns auszutauschen bisher, weil ich hier nur am Rumrennen bin und du am Proof of Concept machen. Deswegen, wenn ihr das, ich sehe nicken, dann hopp. Okay, also die Plattform heißt jetzt nicht mehr Planedodo, sondern Tortuga EU, kommt von der Schildkröte Tortuga. Wir haben das mit einem U verändert. Und unser erstes Produkt ist ein digitaler Adventsspendekalender. Da stellen wir 24 Organisationen vor, die sozial nachhaltig etwas unternehmen. Und jeden Tag geht 1 Euro an eine Organisation. Und die Idee dabei ist, dass wir ja auf der Plattform sichtbar machen wollen, was es schon gibt zum Teil, aber auch neue Produkte. Gerade eben haben wir jemand getroffen bei unserem Stand, der ein tolles Produkt vorgestellt hat. Und mit diesem Kalender wollen wir einfach verschiedene Projekte, Initiativen vorstellen und nicht nur eine. Und gleichzeitig gibt es dann jeden Tag einen Tipp für ein nachhaltigeres Leben. Und so, das ist gerade ein Prototyp, kann man sehen. Und damit hoffen wir, also wir sagen 24 gute Taten auf einmal und ganz leicht gemacht. Also wir wollen eben Menschen dazu bringen, etwas zu tun.
Also gerade war auch der Vortrag von Extinction Rebellion. Annemarie Gorski, ne? Das war ganz toll, aber das ist natürlich immer auch, erschlägt ein bisschen. Was soll ich dann tun? Ne? Und unsere Idee ist, dass jeder in kleinen Schritten etwas tun kann und wir damit eine Community aufbauen, die handelt. Ne? Handel, natürlich ist das toll und wichtig, dass Menschen aufmerksam machen mit, ich sag mal, brutalen Bildern auch und Aktionen. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, dass jeder sich auch das Gefühl hat, er kann was tun. Und das kann man ja. Also jeder kleine Schritt ist ja nützlich. So, das. Wir hatten, ich habe gerade vorher schon um Aufschub gebeten. Es gibt nämlich eine Frage aus dem Chat von Gerson. Und da dachte ich, das beantwortet doch ein Alumni am besten. Wie lange der Zeitaufwand für die Masterclass ist und ob man neben den Terminen noch an seinem Konzept arbeitet. Jetzt habe ich natürlich hier einen wahnsinnig strebsamen und arbeitsfreudigen Kandidaten sitzen. Aber jetzt, du kannst ja einfach eben, das ist, wir hatten hier Masterclass berichtet, also von deinen persönlichen Erfahrungen berichten. Also ich finde das Tolle an der Masterclass, die ich überhaupt wirklich ganz, ganz toll fand. Und er ist nicht, er kriegt kein Geld dafür. Ich finde, jeder, der eine Idee hat, was zu machen oder noch eine Idee sucht, für den ist das unheimlich wertvoll. Also ich fand den Zeitaufwand sehr, sehr flexibel. Man kann sehr viel tun. Ich hatte das Glück, dass ich eine Auszeit hatte und deswegen habe ich mich über ein Jahr mit diesem Projekt befasst. Aber auch ich konnte nicht alle Anregungen wahrnehmen an Materialien, die man bekommt. Aber man kann das sehr flexibel gestalten und man kann es mit wenig Aufwand machen oder eben mit mehr Aufwand, je nachdem, ob man eher Anregungen braucht oder ob man an seinem Projekt wirklich was vorankommen will, was bei uns halt der Fall war. Und dann kann man auch mehr Zeit reinstecken. Aber ich finde, es ist sehr viele sind berufstätig gewesen, die da mitmachen. Ja. Und man kann das nach seinen individuellen Bedürfnissen gestalten. Das ist ganz toll. Das sind ja meistens Samstagvormittagsveranstaltungen oder abends. Und das lässt sich ganz gut integrieren. Und darauf achten wir schon. Also wer seinen Job jetzt nicht gleich kündigen möchte, um bei uns mitzumachen, sollte das auch hinkriegen mit natürlich ein bisschen Arbeit. Das Mikro da ganz hinten ist das, ne? Hinten rechts. Ja, sie kommt. Passt. Ja, hey, und zwar, ich habe eine Frage. Andersrum, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, wenn du sagst Zeitaufwand, wie viele Stunden in der Woche, wie viele Stunden im Monat? Pi mal Daumen. Also was hattest du jetzt genau? Das wäre mal interessant. Also kannst du so Pi mal... Also ich würde sagen, wie viele Veranstaltungen hatten wir? Eine pro Monat am Wochen-Samstags? Im Durchschnitt, ja. Das ist dann ein halber Tag ungefähr oder ein ganzer Tag manchmal. Ja. Und also eben am Wochenende. Und dann hat man manchmal noch, glaube ich, freitags war das ein Workshop mal. Abends dann, genau. Also lässt sich gut integrieren. Es ist wirklich so, wie wenn man studiert. Also das ist lange her, aber man kann einfach nur den Vorlesungen folgen und man macht dann eben, es ist ja sehr viel Interaktives, man macht einfach in den Projekten mit. Hin und wieder muss man mal was vorbereiten, zum Beispiel einen kleinen Pitch oder so. Und man kann, ich sag mal, mit ein paar Stunden, 10 Stunden im Monat vielleicht auskommen oder weniger. Ne? Oder eben auch mehr, wenn man mehr tun will. Das ist so, man kann ganz viel lesen. Es gibt ganz tolle Anregungen, diese Lernmaterialien. Am Anfang, die ersten Monate, kamen ja ganz viel. Die von Professor Huhn, genau. Genau. Und der wird dieses Jahr auch einen echten Workshop machen übrigens. Ja, da mache ich gerne wieder mit. Na klar. da kann man also viel mehr machen, wenn man diese ganzen Arbeitsmaterialien wirklich durcharbeiten möchte. Habe ich nicht gemacht. War auch dann zu viel. Also man kann mit 10 Stunden, aber ich meine, wenn man wirklich vorankommen will, dann liest man auch drumherum viel. Das muss man auch vielleicht dazu rechnen. Ja, das ist, was ich noch unbedingt mitgeben möchte. Ne? Die Terminliste, viele haben es heute schon gesehen auf unserer Seite, die sieht erst auf den ersten Blick natürlich brutal aus. Man muss auch dazu sagen, das ist im Prinzip, das ist ein Leitfaden, den wir mitgeben. Man muss absolut nicht bei jedem Termin dabei sein. Bei den Workshops von Falte am Anfang, weil die natürlich schon einen gewissen roten Faden haben, empfehlen wir das. Plus natürlich die Möglichkeit, man kann alles nachhinein einfach auch nacharbeiten, anschauen. Aber das haben ganz viele berichtet. Und da wäre jetzt hier wieder Roland ein schönes Beispiel, der das letztes Jahr nämlich schon sehr gut zusammengefasst hat. Es gibt keine Verpflichtung, das sowieso nicht. Also ihr verpflichtet euch ja höchstens für euch selbst. Und wer das jetzt mit 10 Stunden monatlich beispielsweise, was du jetzt gerade mal in den Raum geworfen hast, damit super arbeiten kann. Die nächste Session-Runde startet, sagt mir mein Handy, was nicht mehr stimmt, aber
Insofern gibt es keine pauschale Aussage zu. Also, aber allein jetzt, was die Termine angeht, kommst du auf 4 bis 6 Stunden jeden Monat schon mal sicher, wenn du die wahrnehmen möchtest. Okay, und die zweite Frage ist, du hast gesagt, du erstellst einen Adventskalender. Jetzt haben wir aber 12 Monate. Was machst du denn danach, so, ja, davor? Was ist dazwischen geplant? Was ist so? Till, ich weiß jetzt nicht, vielleicht, ob wir noch was über die Masterclass sagen oder ob ich kurz... Ja, können wir gerne machen. Oder ich kann es mal versuchen. Du kannst ja sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Also das Konzept, mit dem er jetzt hier antritt, ist ja seine Plattform Tutuga, also seine und seinem Team. Das sind ihr seid 4 jetzt, ne? Ja, wir sind noch mehr, aber 4. Noch mehr, aber 4 sind jetzt hier gerade von diesem Team. Und diese Plattform soll noch deutlich größer werden und soll eben ein nachhaltiges Leben ermöglichen, was ja im Endeffekt dann alles abbildet. Also das heißt, es ist auch ein Shop mit, soll das werden, ein Shop und jetzt nicht Produkte, die ihr produziert, zwingend. So, das kann auch passieren. Aber es ist im Prinzip, mal utopisch gesagt, das wird, soll ein grünes Amazon sein? Nein, das gerade nicht. Okay, dann gebe ich darauf lieber ab. Nein, wir wollen eigentlich die besten Sachen vorstellen, die auch neu auf den Markt kommen. Mhm. Das können auch kleine Sachen sein und wir wollen Übersicht geben. Also es soll nicht unübersichtlich werden. Insofern Amazon nein, aber viele gute Produkte. Eben kam, wie gesagt, jemand mit Strohhalmen, die aus Gras gemacht wurden, nicht aus Bambus, in Afrika, ein Sozialprojekt. Solche Sachen vorzustellen wäre schön. Und wir möchten irgendwann auch in andere Länder gehen, also den europäischen Gedanken des Green Deals so ein bisschen versuchen, über eine Plattform zu bringen. Und also die Frage ist, dieser Kalender ist ein erstes Produkt. Wir haben schon überlegt, dass man ihn auch als, da ist ja auch sind ja tägliche Tipps für nachhaltiges Leben drin, dass man das schon auch in anderen Monaten machen kann, so als Monatschallenge. Sowas gibt es auch schon, das nennt sich Veganuary, also monatliche Newsletter, jeden Tag ein Tipp mit Informationen, aber eben, wir bauen das insgesamt ja weiter aus. Ne? Da gibt es Informationen, Marktplatz und eine Community, das ist eigentlich der Kerngedanke, dass es auch einlädt, dass man mitmachen kann. Ne? Genau, und das, was ich vorhin meinte, ist ja der Proof of Concept. Beim Proof of Concept brauchst du irgendwas Quantifizierbares. Das ist quasi jetzt einfach ein Produkt. Das Produkt, mit dem ihr jetzt hier angetreten seid, damit ihr eben was quantifizierbar, Vergleichbares mit den anderen Teams habt. Und da habt ihr dann nachher eben das Learning, Proof of Concept interessiert. Also ja, nein, nehmen wir das ins Sortiment auf, verfolgen wir das weiter, wollen wir das vergrößern. Und aber an der Plattform selber ändert das jetzt natürlich erstmal nichts. Das ist quasi, also ihr habt jetzt eigentlich, wenn man das genau nimmt, ihr macht ja kein Proof of Concept für Tutuga, sondern ihr macht jetzt wirklich heute ein Proof of Concept für den Kalender und Tutuga ist dann im Prinzip die Plattform, auf der solche Sachen und vieles weitere auch vertrieben wird und in die Welt getragen wird. Das ist vielleicht auch ein großer Lerneffekt dieser Masterclass und auch anderer, jetzt dieses anderen Programms, dass man lernt, von der großen Idee alles runterzubacken auf eine kleine, umsetzbare Idee, damit man auch anfangen kann. Das ist eigentlich das Tolle. Und in der Masterclass wird man eben dazu angestiftet, immer wieder von allen Seiten drüber nachzudenken. Was geht denn eigentlich wirklich und verstehen die anderen das? Ne? Ja. Es ist sehr oft vorgekommen tatsächlich, ja, was habt ihr denn eigentlich vor? Also das war manchmal gar nicht so leicht. Und durch diese vielen Workshops oder so kommt man immer näher an eine Kernidee. Ne? Und auch zum Beispiel das Thema Cradle to Cradle, das ist ja ein stark vertretenes Thema und das finde ich ganz spannend und dahin sollen auch unsere Produkte überwiegend gehen, dass man eben so ein Konzept vorstellt und weniger wie Amazon irgendwie eine bunte Vielfalt, die keiner mehr erkennt, was daran eigentlich gut und nicht gut ist, sondern eher eine Auswahl schaffen. Ne? Ja. Ach, da, wir haben eine Masterclass-Alumna im Chat. Ups, da. Das ist das. Mir hat die Masterclass geholfen, herauszufinden, was zu mir und meinem Lebensstil passt. Und allein dafür war sie für mich wertvoll. Danke. Ja, danke, Milena. Milena, da kann ich gern. Ah, jetzt ist Audimax vorbei. Roland, komm ruhig. Soll ich mich umsetzen? Ja, im Prinzip, das geht ja eigentlich, ne? Oder? Magst du dich hier hinsetzen? Jan, Caroline, wollt ihr hier vorne zu mir kommen? Dann müssen wir noch einen Stuhl. So, jetzt sind wir on track. Yay. Genau.
kannst ja ein bisschen drüber gehen, oder? Ne? So, ihr wart auch im Audimax noch, ne? Das. Ja, ja, ich weiß, das war das Blöde. Das ist okay, wir können konversieren. Ich habe damals hier quasi eine Dreiviertelstunde offenes Q&A gemacht. Okay, weil wir sind ja nicht... okay, sorry. Also uns wurde gesagt, irgendwie sollten da warten. Das sei nur eine Veranstaltung. Keine Ahnung, deswegen haben wir gewartet. Aber okay, ist egal. Okay. Ja, und so. Nee, weil alle Offline-Veranstaltungen haben sich um eine Stunde verschoben aufgrund dieser Audimax-Katastrophe. Und das Problem ist, wir sind ja keine Offline-Veranstaltung, sondern wir sind eine hybride Veranstaltung. Deswegen musste ich jetzt hier hin, damit wir wenigstens, also niemanden hier einfach blöd auflaufen lassen. Aber hast du gesehen, es sind trotzdem viele, haben den Weg zu uns gefunden. Und wir haben jetzt schon so die Prozedere, Ablauffragen, glaube ich, ganz gut schon reingenommen, wenn jetzt noch Fragen kommen. Genau, das Hinweis noch, weil auch jetzt online sehe ich, kommen ein paar dazu, die wahrscheinlich jetzt auch aus dem Audimax fertig sind und jetzt quasi weiter wandern. All das hier wird auch aufgezeichnet und steht euch ab. Das hängt ein bisschen von meinen Cutter-Fähigkeiten ab. Montag mache ich das, aber spätestens Dienstagabend steht das auch in Talk dann online zur Verfügung. Sprich, die inhaltlichen Fragen, die wir jetzt hier schon im Raum und auch mit Zoom geklärt haben oder angesprochen haben, könnt ihr dann gerne da nochmal nachschauen. Und der Hinweis, kommenden Freitag, 18.30 Uhr ist das genau, haben wir dann noch die offizielle Infoveranstaltung der Masterclass. Das ist also quasi noch zwei Wochen dann vor dem Kickoff, der wiederum am 13. November stattfindet. Ich lade euch dann auch nochmal alle zu Zoom, mit dem Zoom-Link dazu ein. Und das ist dann auch rein digital wieder. Sprich, also wenn jetzt nochmal in dieser Woche Fragen aufkommen, sehr gerne per Mail an mich oder eben dann im Rahmen dieser Infoveranstaltung dann einfach in Zoom. So, wir haben jetzt für euch mal ein bisschen als Background. Bernd war ein bisschen früher da. Der ist direkt vom Pitch quasi von seinem Proof of Concept Pitch reingestolpert. Und jetzt haben wir Bernd schon vorgestellt. Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Ihr kennt ja Bernd, glaube gar nicht. Nee, ne? Nee, wir kennen uns nicht. Er hat die Plattform Tortuga, wie auf seinem Pulli, ist dieses Jahr beim Proof of Concept dabei gewesen. Oder ist beim Proof of Concept, noch läuft er ja. Morgen ist dann das große Finale. Und hat jetzt schon ein bisschen berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen. Er ist ja quasi der Erste, also hier in der Runde, der die erste digitale Masterclass komplett durchlaufen hat. Die ist ja komplett anders im Vergleich zu dem, was ihr noch hattet vor 3 Jahren. Und dann möchte ich euch jetzt sehr gerne die beiden anderen Teams hier vorstellen und Alumni. Und zwar einmal zu meiner Rechten haben wir Caroline und Jan. Die beiden sind Masterclass-Alumni des Jahres 2018, 2019 und haben sich dort auch im Rahmen der Masterclass kennengelernt. Na, also ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich was Falsches sage, aber eigentlich bin ich, glaube ich, ganz gut im Bilde. Kannten sich vorher nicht, haben sich dort kennengelernt und erst eigentlich zum zweiten Teil des Jahres, glaube ich, ne, seid ihr dann zusammen mit dem Konzept erstmal in die Planungsphase gegangen, also so, dass was ich vorher auch schon meinte. Der Proof of Concept war zum Beispiel für die beiden, der Proof of Concept in diesem Masterclass-Jahr, in dem sie waren, war keine Option, weil sie erst im zweiten, der zweiten Hälfte zueinander gefunden haben und sie haben dann ihren eigenen Proof of Concept gemacht. Ach, jetzt kommen sie auch schon. Wir machen jetzt gerade das Masterclass berichtet noch, da sich alles ja verschoben hat. Also sie könnt auch gerne euch schon zu uns gesellen, aber wir würden jetzt noch, oder was meinen Sie? Nö? Ich bin ja froh, dass wir nicht zu spät kommen. Nee, nee, nee. Kein Problem. Lieber zu früh als zu spät. Genau. Ja, gerne, wenn das geht. Also dann kommen wir, Professor Faltin. Professor Faltin ist eingetroffen. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Programmchaos jetzt, weil es im Audimax ein wenig technische Probleme gab. Ich habe das übrigens gar nicht mitbekommen. Das erzählt ihr mir nachher, ja? Wir waren hier gerade bei Caroline und Jan, die sich eben dort kennengelernt haben. Proof of Concept, keine Option, haben dann ihren eigenen Proof of Concept im Rahmen eines Crowdfundings gemacht und scheint erfolgreich gewesen zu sein, weil heute verkaufen sie ihr Spülmittel ohne Plastik unter dem Namen Ohne. War das lang genug für 3 O's? Einfach Ohne. Einfach Ohne, okay. Das sind also ein Ohne mit 3 O's. Und da würde ich jetzt euch ganz gerne einfach mal berichten lassen. Also ich habe es jetzt ja schon angedeutet, dass ihr euch da kennt, aber wie seid ihr denn eigentlich auf diese Idee dann gekommen? Also
wo kam der Input her? Seid ihr dann einfach, habt ihr euch getroffen und wart so, okay, lasst uns Spülmittel machen? Es war tatsächlich so, dass wir beide unabhängig voneinander auf die Idee gekommen sind. Und zwar haben wir bei dem Workshop von Patrick Stehler alle unsere Konzepte vorstellen dürfen, wenn wir dann soweit waren, dass wir eins entwickelt haben. Und haben dann festgestellt, dass wir beide an der gleichen Idee gearbeitet haben. Und haben dann hintereinander gepitcht und haben festgestellt, okay, jetzt haben wir da jeweils einen Konkurrenten. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass es vielleicht besser ist, zusammenzuarbeiten, als in Konkurrenz zu gehen. Und am darauf folgenden Workshop haben wir dann schon zusammen hergekommen und haben zusammen daran gearbeitet. Ja. Genau, das war ja in der ersten Jahreshälfte 2019 und das Crowdfunding habt ihr dann, das im Dezember 19 war das, ne? Also Entschuldigung. 20. Dezember 20, genau, Dezember 20, da war noch ein Jahr dazwischen, Dezember 20 gemacht und jetzt seid ihr eben, du hast sogar mitgebracht ein Ansatzexemplar. Genau. Kannst du ja. Wir haben ja einmal unser Pulver, das ist plastikfreies, wasserfreies. Spülmittel, was man sich dann zu Hause mit Leitungswasser anmischen kann, zum Beispiel in dem Pumpspender, um dann gewohntes Flüssigspülmittel zu haben. Ja, wirklich schick. Und jetzt eben seit letzter Woche bestellbar, regulär. Oder? Genau, seit letzter Woche im Onlineshop bestellbar. Vorher gab es uns schon in einem oder anderen Unverpackladen. Ja. Aber jetzt könnt ihr uns alle bestellen auf ohne.de, ohne mit 3 O. Und danach könnt ihr euch zum Masterclass anmelden. Oder andersrum, da sind wir flexibel. Nein, Gott. Nee, sehr schön. Und das ist eben, die beiden sind quasi der lebende Beweis dafür. Also wir haben dieses Rahmenprogramm Summit to Summit und die Masterclass gipfelt dann im Proof of Concept. Aber das ist, wie schon angedeutet und vorher ein paar Mal gesagt, nicht Pflicht. Also wer sein Proof of Concept dann 1,5 Jahre später macht, macht ihn 1,5 Jahre später. Und alles, was ihr bei uns auf der Terminseite und in unserem Programm Professor Faltin findet, das ist unsere Empfehlung. Es ist ein Leitfaden. Und wir freuen uns natürlich, wenn der funktioniert, weil das zeigt auch, dass wir mit unserer Programmplanung ganz gut liegen. Und dieses Jahr eben mit 8 Proof of Concept Teilnahmen aus dem Masterclass-Feld bei 10 Finalistinnen können wir auch sehr zufrieden sein. Das war in die Richtung von Erfolg gekrönt. Und ich bin auch sehr gespannt auf morgen das Finale dann. Wer das gewinnt, ich drücke natürlich der Masterclass die Daumen, wobei das unfair ist, weil 8-2, ihr habt einen klaren Vorteil. das sollte aber was werden. So, und vielen Dank für den Moment, Caro und vielen Jan. Ich würde dann auch, wenn noch Fragen sind, wenn die Alumni gehen, ganz gerne auch an euch mit weitergeben, weil ihr habt, ich möchte nicht für euch sprechen, das ist immer schöner, wenn ihr das selber erzählen könnt. Und zu meiner Linken, für Zoom wahrscheinlich rechts, das ist ja immer gespiegelt, haben wir noch Roland. Roland ist unser Alumnus der ersten Masterclass. Richtig. Wir haben letztens schon versucht, das Jahr zusammenzukriegen, aber sind nicht so ganz drauf gekommen. Das muss also ungefähr 7 Jahre, sprich 2014, ne? Da muss ich mal... Müsste es gewesen sein. 2014 oder 2015, da können wir uns noch drüber streiten. Und hat jetzt 2019 dann nochmal den Ball aufgenommen in der Masterclass. Das war das Jahr mit Professor Braungart. Richtig. Und das war auch der Impuls, dass ich nochmal teilgenommen habe. Genau. Aber ich gesagt habe, okay, da war ein Kollege mit dabei und habe gedacht, okay, mach da nochmal mit. Und er ist quasi ich präsentiere ihn euch als unseren lebenden Beweis dafür, dass die Masterclass eben auch nicht nur dieses eine einjährige Programm ist, was von Oktober zu Oktober geht, sondern dass in dem Moment, wo ihr die Masterclass absolviert habt, in Anführungsstrichen, weil da wiederum sitzt ja das Beispiel dafür, dass es ein Absolvieren in dem einjährigen Kurs in der Form nicht geben muss, sondern dass ihr danach in dem Netzwerk der Alumni seid. Und das haben wir vorher auch schon durchdekliniert, dass wir jetzt die Online-Möglichkeiten erst gezwungenermaßen und inzwischen aber sie auch gar nicht mehr missen wollen, nutzen, haben wir auch im Bereich des Alumni-Netzwerks und der Alumni-Weiterführung nach dem Jahr ganz neue Möglichkeiten. Das heißt konkret jetzt, das haben, Bernd, du weißt es ja schon, die Masterclass, die jetzt diese erste digitale Masterclass mitgemacht hat, hat im nächsten Jahr im Prinzip die kompletten Zugangsrechte für das Folgejahr, sprich
Man kann jeden Workshop nochmal im Sinne eines Auffrischungsworkshops mitmachen. Es gibt ja auch jedes Jahr immer wieder neue Workshops, weil wir neue externe WorkshopgeberInnen mit dazu holen, die wir euch dann auch gerne vorstellen wollen. Und ihr seid somit immer weiter drin und könnt darauf zugreifen. Und da, Roland, ich würde ganz gerne, ich ziehe das jetzt aus der Nase, das machen wir jetzt. Du bist ja eben 19 nochmal dazugekommen und hast dann mit Verena eben auf Grundlage dieses Professor Braungart Startworkshops etwas gestartet. Und kannst auch gerne ein bisschen Werbung dafür machen, weil wir haben ja letztens gesprochen, du bist weiter, freust dich immer gerne über kreative Inputs und auch Unterstützung. Richtig. Ja, genau. Also ich hatte 2019, war ich auf dem Entrepreneurship Summit, wo Professor Braungart gesprochen hatte. Professor Braungart kam mit 10+5 Ideen. Und es waren zwei Gruppen an dem Thema dran, an dem ich noch arbeite. Das Team, in dem ich ursprünglich war, das hatte sich so komplett aufgelöst. Aber Thiel hat es gerade erwähnt. Ich bin dann angesprochen worden von der Verena Lamers. Wer ist die Dame? Die war auch mit mir quasi auch von Anfang an mit dabei in der allerersten Masterclass. Ja. Sie hat zwischendurch dann mal was anderes gemacht mit meinem anderen Startup, hat es aber dann nicht weiter verfolgt. Und sie hat mich dann angesprochen und gesagt, okay, an dem Idee, es geht um Cradle-to-Cradle, Hygienepapiere, also Toilettenpapier, das Cradle-to-Cradle ist, Papierhandtücher, was auch immer. Und da sind wir da, gerade dabei. Es zieht sich leider wie Kaugummi. Ich oute mich mal. Ich bin ganz, ganz großer Fan von dem Jan und der Caro. Wo die beiden stehen, da wäre ich auch ganz gerne. Da wären wir nämlich jetzt am Start. Ja. Gut, aber ich sage mal so, ich bin mal optimistisch. Ja. Gut, zur Masterclass. Ganz klar, worum es da geht, arbeiten am Unternehmenskonzept. Das ist ganz klar. Die ganz große Stärke ist es quasi, in der Masterclass eine Idee zu öffnen. Natürlich kann man versuchen, zu Hause am Schreibtisch daran zu arbeiten, das ist ganz klar, das können Sie jetzt auch dazu, aber oftmals hängt man irgendwie irgendwo fest. Und da ist eben die Masterclass sehr, sehr hilfreich, um solche Stolpersteine beiseite zu räumen, durch neue Ideen, durch neue Perspektiven, neue Sichtweisen. Ja, man kann auch sowas durchaus in die Masterclass mal einbringen. Die Möglichkeit besteht in der Masterclass. Ja, vielen Dank, Roland. Wir haben ja so ein bisschen Programmkuddelmuddel jetzt heute und Professor Faltin und Johanna Richter, meine Kollegen der Stiftung Entrepreneurship, die auch mit in der Masterclass involviert sein wird im folgenden Jahr. Sie ist nämlich gerade erst wieder zurückgekommen aus der Elternzeit und freut sich auch, endlich wieder mit all euch in Kontakt zu kommen, weil das ist das Schöne für uns, die Masterclass betreuen. Wir haben das ganze Jahr Kontakt mit Menschen und nette Gespräche und Austausch. Das haben andere weniger teilweise, die bei uns arbeiten. Wir nicht. Wir haben die privilegierteste Stellung, was das angeht. Deswegen, um jetzt hier ein bisschen weiterzukommen, wir haben jetzt gerade die Alumni hier sitzen. Ich würde euch bitten, weil es ist immer das ehrlichste Feedback und auch für uns das ehrlichste Feedback, wenn die dieses Programm schon durchgemacht haben, auf eure Fragen antworten. Habt ihr auch, ihr in Zoom seid natürlich weiterhin angesprochen, ne? Und gerne die Hand heben oder auch das Bild starten und losreden. Wir sind hier. Fragen, die ihr gerne von einem Alumni beantwortet bekämt. Traut euch. Also wir hatten vorher schon die Fragen nach dem Workload. Die ist natürlich total individuell zu beantworten. Da hat Bernhard schon geantwortet. Bei ihm jetzt, du meintest, also für dich es ist schwer, erstmal schwer festzuhalten. Du hast jetzt keine Arbeitszeit-Tracking in dem Sinne gemacht, aber so bei 10 Stunden standst du schon, meintest du, monatlich? Auch mehr. Auch mehr. Thema, was wir gerade hatten, ja. Was auch mal mehr, aber man kann es damit machen. Also es muss nicht ein Riesenaufwand sein. Genau. Ja. Was war so eure Erfahrung? Habt ihr da auch, also hat euch das jetzt, ihr wart auch berufstätig zu der Zeit, als ihr die Masterclass gemacht habt? Genau, wir waren beide Vollzeit berufstätig. Bei dir waren es 10 die Woche, würdest du sagen? 10 Stunden die Woche. Nee, das war monatlich, was er meinte. Ach so, monatlich. Ja. 10 Stunden pro Monat. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Eben, man das denkt ist, ja die ganze Zeit über sein Konzept nach, wenn man jetzt eins dann gefunden hat. Also, dann geht es ganz schnell hoch mit der Zeit. Ja. Ne? Aber dann hat es ja auch einen Grund. Also, ja. Deswegen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es super gut mit einem Vollzeitjob zusammen funktioniert und man das dann auch trotzdem schafft. Ja. Das würde ich schon sagen. Du hast auch noch was dazu, ne? Ja.
von meiner Seite aus vielleicht ein kleiner Rat. Es kann funktionieren. Ich persönlich würde euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, reduziert eure Arbeitszeit. Das macht eben vieles leichter, weil es ist eben dann doch sehr zeitintensiv. Ja. Wobei eben, wäre es gerade Stichprobe aus drei, super individuell halt. Ne? Also jetzt nochmal die Frage, jetzt hast du nicht nur eine Antwort. Wir können dir keine klare Aussage geben. Es ist, hängt eben auch davon ab, wo du mit deinem Konzept zu dem Zeitpunkt stehst und was du dann für Zeit investieren, also glaubst du investieren zu müssen, um eben weiterzukommen. So, Herr Professor Falten möchte ich auch. Nee, ich möchte Johanna. Was sagen. Ja, nur ganz kurz, also es gibt ja diesen wunderschönes Zitat von Anita Roddick, die sagt, starting a business is like starting a love affair. Und wenn sozusagen wie jetzt bei ohne, wenn das sich jetzt so auskristallisiert, dass das eine Art Liebesbeziehung, also nicht untereinander ihr, aber eure Gründung sozusagen sich so gut anfühlt, dass ihr auch rausgehen wollt, dann ist das Arbeiten ja auch nicht mehr Arbeiten, sondern macht es ja auch Spaß. Also sozusagen auch diese Zeit, die man dann am Konzept verbringt, ist ja im besten Fall auch einfach ein super cooles Hobby und man hat dann auch Bock drauf. Natürlich kann man es aber individuell immer unterscheiden. Also wenn man gerade mal andere Dinge hat und ganz, ganz viel zu tun hat, dann kann man auch mal kurz seine Love Affair zur Seite schieben und dann zwei, drei Monate später wieder Vollgas zu geben. Also es ist halt sehr individuell und sehr flexibel, agil, änderbar. Das Bild von der Love Affair kann man auch ein Stück weiterspielen und sagen, eine Idee, ein Einfall zu einer Idee entwickeln und aus der Idee entsteht dann so etwas wie ein Ideenkind und das bringt man zur Welt. Das ist auch eine Art Love Affair, vor allem für Männer, dass man so miterlebt, wie man aus einem ersten Einfall, was ja was Winziges ist, so dann ein Stück lang erlebt, dass daraus etwas Lebendiges wird, das dann ja wirklich zum Leben kommt und dass man am Anfang sehr beschützen muss. Das ist dann sehr noch ja, in einem sehr hilflosen Zustand und dann irgendwann nimmt das auch eine eigene Persönlichkeit an. Da sind ja andere Leute mit dabei, dann kommt Markt, es kommen Entwicklungen, es kommt neue Technologie und dann bekommt das eine eigene Persönlichkeit auch. Also ich finde dieses Bild des Ideenkindes etwas sehr Plastisches und eben anders als was Konzerne machen oder irgendwelche Ingenieure. Es hat was mit einem selber zu tun und dieses ein eigenes Ideenkind in die Welt gesetzt zu haben, ist schon ein tolles Gefühl. Also auch nach 30 Jahren, wenn ich in der Stadt an einem Plakat vorbeilaufe, wo Teekampagne draufsteht, kriege ich immer so eine leise Gänsehaut und denke, irgendwann war das mal ein Einfall, dass man Idee Tee auch ganz anders handeln könnte. Und aus diesem Einfall ist dann etwas entstanden, was so ein eigenes Leben entwickelt hat, was auch mein Leben ziemlich verändert hat und was ja auch eine Menge bewirkt. Die ganze Stiftung lebt ein Stück aus diesem Einfall, weil die Überschüsse und der Teekampagne jetzt die Stiftung finanzieren. Ich bin auch gerade dabei, meine 70% Anteile an dieser Teekampagne in die Stiftung einzubringen. Das eignet sich überhaupt nicht zum Vererben, finde ich, sondern das muss ein eigenes Leben weiterführen. Deswegen bin ich glücklich, dass diese Stiftung auch allmählich so auch ein eigenes Leben führt. Und dieser Summit ist ja auch ein Ideenkind. Also ich finde das schön. Ich habe keine eigenen Kinder, aber ich habe solche Ideenkinder. Wenn mich jemand fragt, haben Sie Kinder, sage ich, ja, ungefähr ein Dutzend Ideenkinder. Also ja, das ist auch ein Teil der Geschichte, sage ich mal. Ja, vielen Dank, Herr Professor Faltin. Ich würde noch einmal in den Raum werfen, die Möglichkeit der Fragen an unsere Alumni. Ansonsten können wir auch gerne in den, aber das ist eine Hand. Ja, du bist jetzt live. Agnese, mein Name. Ich habe eine Frage, das Programm. Wie gut sind Sozialunternehmerinnen in dem Programm aufgehoben? Weil Sozialunternehmerinnen ja auch ganz unterschiedliche Herausforderungen haben, auch hinsichtlich des Geschäftsmodells, auch hinsichtlich dessen, dass die Zielgruppe oft nicht die zahlende Kundschaft ist und es deswegen auch erforderlich ist, da auch viel um die Ecke zu denken und ja, und auch Stichwort Wirkungsmessung. So, da können jetzt alle wahrscheinlich darauf antworten, aber wir lassen Sie mal am Anfang, Herr Professor Faltin. Ja, ich sehe da gar keinen so großen Unterschied.
Also jeder, der ein, sag ich mal, Business Entrepreneurship macht, ist wohl beraten, wenn er auch Elemente von Social Entrepreneurship einbringt. Wenn er nur Gewinnmaximierer ist, wird das Ding auch nicht erfolgreich. Das riecht nicht gut, das hat keine gute Ausstrahlung. Also heutzutage gehört zu einem guten Businessmodell auch ein Stück Verantwortung für Klima, ein Stück Verantwortung für Menschen, dass ich kein schlechtes Produkt mache, auch nicht heimlich, sondern dass das transparent ist und dass das sich auch unter sozialen Gesichtspunkten sehen lassen kann. Jetzt habe ich von Business Entrepreneurship gesprochen. Wenn ich von Social Entrepreneurship spreche, dann finde ich das Gleiche. Ein Social Entrepreneurship ist für mich auch anziehender und attraktiver, wenn es nicht nur von Spenden finanziert wird, sondern ein Stück weit sich auch Mühe macht, Teile, zumindest Teile zu entwickeln, wo man eigene Einnahmen hat. Das macht einen als Social Entrepreneur auch unabhängiger von Spendern. Da hat man, bewahrt man seine eigene Unabhängigkeit. Sonst bin ich ja im Grunde genommen so ein bisschen Bettler und muss von Jahr zu Jahr gucken, dass mich irgendwelche Leute finanzieren. Ich möchte das nicht machen. Ich nehme in der Stiftung zum Beispiel keine Spenden an, sondern ich möchte unabhängig bleiben und finanziere das selber über die Tee-Kampagne und andere Sachen, die wir in der Projektwerkstatt machen. Also ich habe auch nie den Unterschied gemacht, wenn ich in der Masterclass Sitzungen mache zwischen Social Entrepreneurship und Business Entrepreneurship. Das ist für mich eines. Es ist ein persönliches Anliegen meistens der Gründerinnen, Gründer und das ist wichtig. Wo liegt die Energie? Beim Ideen öffnen versuche ich zuzuhören, wo treffe ich den Energiefaden der Person? Wenn jemand sagt, ja, wenn ich das machen dürfte, dann sage ich, ja, was wollen Sie denn? Dann sage ich, ja, machen Sie es doch. Ja, geht das denn? Ja, probieren wir doch mal, ob es nicht doch geht. Und dann plötzlich wird Energie frei. Also Hüter, sagt er sehr oft, wir müssen unseren Energiefaden wiederfinden. Deswegen finde ich so wichtig, dass es stimmig zur Person ist und nicht eine Opportunity. Opportunity ist so irgendwas. Aber stimmig zur Person ist, das macht die Menschen lebendig. Und da kommt auch mehr bei raus. Und das hilft auch mal Enttäuschungen oder Hindernisse zu überwinden. Das ist auch wichtig, dass man nicht bei der ersten Enttäuschung erlebt, oh ja, und andere Enttäuschungen anklingen aus der Kindheit oder dass schon die Lehrer einen für dumm und frech hielten oder irgendetwas. Also, dass man Enttäuschungen in einer positiven Weise, dass man Versagen oder Rückschläge positiv verarbeitet und daraus lernt und nicht sich entmutigen lässt. Das baut alles darauf auf, dass das eigene Vorhaben stimmig zur eigenen Person ist. Das ist für mich ein ganz zentraler Gedanke, der in der ganzen Entrepreneurship-Literatur fehlt oder Sie finden ihn sehr selten. Es ist immer vor allem in der amerikanischen Literatur von Opportunity Recognition die Rede. Die Opportunity erkennen als Opportunity und dann schnell handeln. Ob die zu Ihnen passt, überhaupt keine Frage. Ist nicht wichtig. Doch, es ist wichtig. Es ist wichtig. Und ich habe ja heute Morgen gesagt, dieser Satz, ich hasse Opportunities von Holger Johnsen. Toller Satz. Ich hasse Opportunities, weil sie mich von meinem Weg, von meiner Persönlichkeit wegbringen. Und das ist das Schöne am Entrepreneurship gegenüber abhängiger Beschäftigung. Sie sind Akteur ihres Lebens. Sie unternehmen ihr Leben selbst. Sonst unternimmt sie immer jemand anderer, der Boss oder der Staat oder irgendwelche Vorschriften oder sonst jemand. Und die Chance, sein eigenes Leben zu unternehmen und nicht nur das, sondern sein eigenes Unterleben entlang seiner eigenen Persönlichkeit und seiner Wünsche zu unternehmen, ist eine wahnsinnige Chance, die die meisten Menschen nicht wahrnehmen. Es ist auch Risiko, es ist auch, das ist wie wenn Sie einen Vogel in die Freiheit entlassen. Die Freiheit ist schon was wert, als im Käfig sein Leben lang zu verbringen. Aber es ist auch ein Stück Risiko. Und man tut gut daran, sich vorzubereiten und es sehr sorgfältig zu machen. Und die beste Vorbereitung ist ein sehr gutes Business Model. Und da sind wir wieder bei der Masterclass. Das ist der Kern der Masterclass, mit guten Methoden ein sehr gutes Business Model zu entwickeln, egal ob Social oder Business, und damit ins Rennen zu gehen. Dankeschön, ich bin dabei. Ja,
Vielen Dank, Professor Faltin. Das sind die Antworten, die ihr auch im Rahmen der Workshops und Labore erwarten dürft. Das hat einen Grund, warum die Bücher von Professor Faltin sich gut lesen und warum wir diesem Ansatz folgen. Und ich habe es jetzt ein Jahr digitale Masterclass mit Ihnen durchgemacht und erlebt, ihr auch, ihr zwei, ihr wart dabei. Und es war, jeder Workshop war spannend und es war so ein bisschen immer die Frage, Herr Professor Faltin, wird jedes Mal warm, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, nicht die der Alumni, ihr werdet fast in jedem Workshop den Moment erleben, wo ihr seht, warum ihr diesem Ansatz folgen wollt. Das ist ein Versprechen, was ich euch geben kann. Ich war selber ich sitze da als Moderation oder als technische Betreuung und war teilweise am Ende euphorisiert und dachte mir, so, ich muss jetzt loslegen, aber dann musste ich erstmal den Schnitt machen für ein Video. Dann war ich ein bisschen gesettelt. Es macht wirklich Spaß, das ist das, was ich euch mitgeben kann. Bernd nickt. Roland auch, weiß ich nicht, ja. Und jetzt hatten wir noch, genau, wir haben auch noch, du warst vorher schon dran, du kommst jetzt, du kommst jetzt dran, du warst die Erste, und dann haben wir noch eine bei Zoom, Moritz. So, du bist live. Hallo, hallo, ja, Test. Vielen Dank für die Anregung von den Gründern, das fand ich sehr spannend. Ich habe eine recht kurze Frage, und zwar, mich würde interessieren, was habt ihr besonders gelernt? Welche Kompetenzen würdet ihr jetzt auch, sag ich mal, bring die jetzt mit, die ihr vorher nicht mitgebracht habt, die ihr auch für die dritte, vierte, fünfte Gründung einsetzen könnt. Oh, das ist spannend. Wer fühlt sich da berufen? Ihr habt gegründet? Ja. Ich weiß gar nicht, es gibt wahnsinnig viel, was wir gelernt haben in der Zeit. Erstmal sehr viel Selbstvertrauen und so persönliche Entwicklung war ganz viel dabei. Seine eigenen Komfortzonen zu verlassen und sich mehr zuzutrauen, als man vielleicht sonst so denkt. Ein Jahr vorher hätte ich mir, glaube ich, nicht zugetraut, ein Unternehmen zu gründen. Jetzt habe ich es gemacht und finde es super. Und es gibt aber auch ganz viele Methoden, die man lernt. Beispielsweise Design Thinking einfach. Da gibt es einen Workshop zu und man lernt, wie diese Methode funktioniert. Und das wenden wir auch immer noch an, auf diese Weise jetzt in Kontakt zu gehen mit unserer Zielgruppe und immer wieder Rückmeldungen einzuholen, beispielsweise. Aber es gibt ganz, ganz viele Punkte. Das sind jetzt nur so die relevantesten, die so am schnellsten eingefallen sind. Ich würde die eine Frage aus dem Chat ganz gerne, die geht nämlich auch direkt noch an euch, wie denn euer Marketingkonzept aussieht. Marketing ist ja auch so ein Thema, was wir in der Masterclass ansprechen, allerdings wahrscheinlich aus einer ganz anderen Perspektive, wie man erstmal denken würde. Klassisch würde man sagen, okay, wie ziehe ich mein Marketingkonzept auf? Sehen wir ein wenig anders, aber die Frage wäre tatsächlich interessant, wie ihr das praktisch umgesetzt habt jetzt, was euer Marketingkonzept ist. Also unser Marketingkonzept ist gar nicht so einfach zu erklären. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht letztes Jahr und da haben wir einfach überlegt, wie kriegen wir möglichst viele Leute dazu, dass sie was von ohne erfahren, weil man fängt ja mit der Crowdfunding-Kampagne an und keiner kennt einen. Und bei uns sah das konkret so aus, dass wir einen Instagram-Kanal aufgesetzt haben, schon ungefähr ein Jahr vorher, und dass wir Leuten schon gezeigt haben, hey, wir wollen jetzt gründen und begleitet uns doch und wir zeigen euch mal, was wir hier so machen. Und dann haben wir irgendwann schon angefangen, als wir die allerersten Prototypen hatten, die an Influencer zu verschicken. Also nur zum Testen, nicht irgendwas darüber zu sagen. Und dann haben die, ja, eigentlich fanden das alle gut und haben dann, während dann die Crowdfunding-Kampagne gestartet ist, auch für uns Werbung gemacht. Das war, glaube ich, so bei der Crowdfunding-Kampagne das Wichtigste. Ja, neben den ganzen Standardsachen, die man macht, weil man ruft ja auch bei der Lokalpresse an und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen. Versuchen wir natürlich auch so ganz normale Marketingansätze zu testen. Also das wird man auch bei Google finden. Ja? Aber wir versuchen auch so ein bisschen kreativ zu sein, weil natürlich haben wir weniger Budget als Henkel. Und deshalb versuchen wir da kreative Ansätze zu finden. So. Genau, wir haben noch eine Wortmeldung von Theo Moritz aus Zoom. Nochmal der Hinweis. Mit
Bild freuen wir uns immer sehr. Theo, kannst du uns noch hören? Ja. Ja, hören kann ich euch. Meine Kamera. Oh, du bist ganz, ganz leise. Kannst du das Mastervolumen vielleicht ein bisschen hochschrauben? Geht das noch? Ist schon sehr hoch, ne? Oder vielleicht die Frage in den Chat einstellen, wäre auch eine Idee. Ja, das ist super leise, Theo, leider. Oder ganz nah ans Mikro rangehen vielleicht? Jetzt? Nein, tatsächlich leider nicht. Ja, da hat Roland, kannst du deine Frage auch in den Chat formulieren? Geht das? Da. Wie passt die Masterclass zeitlich mit Kindern und Teilzeitjob zusammen? Gut, die Frage hatten wir jetzt in unterschiedlichen Formen so schon. Also es gibt keine Aussage richtig in die Richtung, weil der Workload natürlich super individuell ist. Das ist ja das, was Professor Faltin auch Johanna meinte, Entschuldigung, mit der Love Affair. Der Zeitaufwand ist natürlich in jedem Stadium ein anderer. Also ich kann nur so viel sagen, genau, dass es Erfahrungswerte sind ja immer gut. Wir hatten auch viele, sehr, sehr viele Teilnehmer in den letzten Jahren mit Familie und Kindern in allen möglichen Altersstufen. Und davon sind auch, das ist jetzt immer mein Messgrad, davon sind auch einige jetzt beim Proof of Concept dabei. Insofern, Bernd, du hast ja auch Kinder. Entschuldigung. Ja, das ist so spannend gerade mit dem Proof of Concept. Ja, Entschuldigung. Du, wenn du... Wenn du einen Stand... ich bin dran, okay. Nee. Ich bin an. Ja, es war nur jetzt die Frage nochmal mit Kindern und Teilzeitjob. Wir können das nicht festhalten in so viele Stunden brauchst du montags und samstags oder pro Woche. Wir haben halt Termine, die wir empfehlen wahrzunehmen, die gut sind, notfalls aber eben auch immer digital aufgezeichnet wahrgenommen werden können. Und der Erfahrungswert eben aus dem teilnehmenden Feld des letzten Jahres belegt im Prinzip, dass das geht. Und es ist natürlich eben irgendwo dann auch das individuelle Commitment und wie viel Zeit man braucht und hat. Dann gab es noch die andere Frage, die haben wir auch schon an anderer Stelle beantwortet, da möchte ich Professor Faltin nochmal sprechen lassen. Die Frage lautet, macht es Sinn, auch ohne konkrete Idee, aber mit Lust etwas zu gründen, an der Masterclass teilzunehmen? Unbedingt teilnehmen, weil die Ideen kommen dann. Es gibt auch Leute in der Masterclass, die von Ideen sprudeln. Dominik ist jemand oben mit den Kindermöbeln, das ist schon seine dritte Idee, die ich, alle von seinen Ideen finde ich sehr praktikabel. Und er ist jemand, der eher so neue Ideen entwickelt und dann nicht so richtig Lust hat, habe ich den Eindruck, sie dann umzusetzen oder lange dabei zu bleiben. Also es gibt Leute, die sprudeln Ideen und es gibt Leute, denen fällt das nicht so leicht. Das ergänzt sich ja gut. Und ich glaube auch, dass wenn man zuhört, was für Ideen andere haben, dass man dann auch auf eigene Ideen kommt. Das ist wie wenn sie mit ausgefallenen Künstlern zu tun haben, merken sie auf einmal, dass sie auch ein bisschen künstlerische Ader haben, aber dass sie dachten, na Kunst ist, ich muss entweder malen oder Bildhauer sein oder dass Kunst irgendwie viele Facetten hat und viel mehr als nur, was die Deutsche Oper zu bieten hat oder irgendein normaler Maler. Also sie bekommen Anregungen durch die Ideen anderer. Also ich war heute wieder verblüfft, da kam jemand auf mich zu und sagte, ich habe durch Ihr Kopfschlechtkapital eine Idee, und darf ich es Ihnen kurz sagen? Und sie sagte, bei mir kann man eine App runterladen, wo man Sterne erkennt, Sternbilder erkennt. Also man muss sich irgendwo auf den Rücken legen, wo ein bisschen nicht viel Licht ist und man Sterne gut gucken kann. Und mit meiner App erkläre ich diese Sternbilder. Und da gibt es eine kleine Gebühr, was man dann bezahlen muss, um die App runterzuladen. Also ehrlich gesagt, darauf bin ich nicht so gekommen, aber das ist doch schön. Also den Menschen zu erklären, wer macht das schon so? Und jemanden zu haben, der einem dabei hilft. Und jetzt mal nicht ein Buch kaufen muss. Also ist eine ausgefallene Idee. Auch damit kann man etwas machen und vielleicht gar nicht schlecht. Und das ist, also diese Idee hat ja eine hohe Skalierbarkeit, eine App zu machen für so etwas. Ich glaube, wenn man mit vielen Ideen konfrontiert wird, kommen die eigenen Ideen fast wie von selber.
auch da wieder Professor Hüther, wir waren alle sehr fantasievoll. Und dann kamen wir in die Schule und dann gibt es plötzlich hochbezahlte Experten, Pädagogen, die sind da, um uns zu motivieren. Und da ist keiner, der laut lacht und sagt, was ist denn das für ein komisches System? Wir haben diese Fantasie und ich glaube, ich leide noch alle darunter, dass diese Welt so wenig von dieser kindlichen Fantasie übrig lässt, die wir mal hatten. Und das ist ja das Schöne an den Kindern, dass sie uns wieder ein Stück Fantasie eröffnen. Und das sollte man nicht durch Schule kaputt machen, aber das ist ein anderes Thema. Das Entrepreneurship knüpft wieder an, auch an diese kindliche Fantasie. Und das ist einfach für sich genommen schon was sehr Schönes. Ja, ich würde jetzt nochmal das Angebot stellen, so leicht kommt ihr an Professor Faltin erstmal nicht mehr ran, außer ihr seid ein Teil der Masterclass. Das heißt, ihr könntet jetzt eure Fragen an ihn nochmal stellen, gerne natürlich in Bezug auf die Masterclass. Im Chat, da vielen Dank für die ausführliche Antwort übrigens. Achso, Sie sind es ja auch hier, super. Und ja, ihr wollt jetzt einfach alle nur noch das Formular ausfüllen und loslegen, ne? Nein, da ist eine Meldung. Also wie sind Sie zu Ihren nachweislich validierten Thesen gekommen? Also Ihr Lebensweg, Ihre Motivation? Also Motivation, wie sind Sie zu Ihrem Lebensweg gekommen? Wie haben Sie die Weisheit, die Sie jetzt haben? Wie haben Sie die erhalten? Ich selber. Ja. Also ich war in einer Schule, die uns gründlich die Fantasie und die Freude am Lernen ausgetrieben hat. Das ist so Nachkriegszeit. Wir hatten alte Nazis als Lehrer, die so fanden, der Hitler hat einen taktischen Fehler gemacht. Das mit Russland, das war ein Fehler. Sonst war der schon ganz gut. Also sie hatten autoritäre Vorstellungen, um es mal mild auszudrücken. Und wir Schüler waren dumm und frech, ich ganz besonders. Ich hatte eine ziemlich schlimme Schulzeit und irgendwo im Bauch so eine Wut, dass es über diese Schule hinaus noch irgendwas anderes geben muss, was vielleicht in dieser Schule und diesen Lehrern nicht abgebildet ist. Das war die Hoffnung. Und an der Universität, ich hatte immer ziemlich schlechte Noten, weil ich so eine Rebellion zu dieser Schule war. Aber habe auch gewusst, man muss da rauskommen, man darf nicht in dieser Kleinstadt versacken. Und deswegen war so Abitur so der Hoffnungsstern. Und dann habe ich das auch irgendwie geschafft, trotz Latein und solchen Sachen. Und dann an der Universität plötzlich fand ich, das ist ein anderes Leben. Und ich war Studentensprecher und hat mich dann relativ stark an dieser merkwürdigen Ökonomie gerieben, die so immer, der Fortschritt der Ökonomie war Mathematisierung und ich fand das eigentlich ein Rückschritt, auch mehr so im Bauch, als dass ich es hätte besonders gut damals erklären können. Aber man hat mich mit 2/3 zum Fachschaftssprecher der Ökonomen in Tübingen gewählt, obwohl ich gar keiner politischen Partei angehörte oder Gruppe angehörte. Und dann, ja, wie das so ist, und dann wird man ja gefordert und muss mit den Professoren an einem Tisch sitzen und ihnen sagen, warum man diese Art, wie sie Ökonomie betreiben, irgendwie unpassend, um es mal höflich auszudrücken, findet. Und daran wächst man an dieser Aufgabe, also weil man natürlich, ja. Und ich finde immer, ja, man wächst an den Aufgaben. Also ich würde an Schulen auch sowas wie Learning by Challenge, nicht so kleine Häppchen, wie man so, ich konnte überhaupt nicht so lernen. Ich wollte immer verstehen, warum man das Ganze machen muss. Und bei Latein hat mir das nicht eingeleuchtet und deswegen hatte ich da schwer zu kämpfen, so da durchzukommen. Ja, und dieses nochmal herausfinden, wo Leben wirklich stattfindet und auch für mich stattfindet, das hat mich so letztlich zum Entrepreneurship gebracht. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich gewundert, wie einfach es eigentlich ist. Natürlich, man braucht Ausdauer, aber im Grunde genommen sind diese Siemens und wie die alle heißen,
ziemlich auf Krücken laufende Dinger, was ja auch plausibel ist, weil die mit 60-70%, das ist ja empirisch belegt, unmotivierten Mitarbeitern arbeiten. Aber die muss man ja bezahlen und für die muss man Räume einrichten und für die muss man Material zur Verfügung stellen. Also man kann da andersrum fragen, es ist erstaunlich, wie diese Kolosse überhaupt überleben. Aber das liegt daran, dass die irgendwie, also von den Forschungsmitteln und von allen möglichen Strukturen gestützt werden. Aber mein Respekt, und ich habe ja ein paar Mal auch in solchen Bereichen gearbeitet als Student und später so als Berater. Ich war eine Weile da in dem Innovationscampus von VW. Da hatten wir tolle Ideen, richtig gute Ideen. Keine einzige wurde umgesetzt. Die sind irgendwo im Laufe der Hierarchie sang- und klanglos und kommentarlos verschwunden. Und wir wurden irgendwie gut bezahlt. Wir haben viele Workshops gemacht, haben wirklich gute Ideen ausgearbeitet. Zum Beispiel eine war, dass man die ganzen Arbeiter und Pensionäre in Wolfsburg einbezieht in eine Art Testmarkt von Startups. Und der Innovationscampus war ja für Startups. Also, dass man diese Leute als Testmarkt, also da hätte man wirklich, das wäre für alle Beteiligten hervorragend gewesen. Das ist kommentarlos versagt. Und so ging es mit allen Ideen. Irgendwann habe ich gesagt, danke, war großartig, aber jetzt reicht es. Und ich habe meine eigenen Sachen gemacht. Und ja, also für mich ist es erstaunlich, wie wenig erkannt wird, dass da viel Bluff ist. In dieser Welt der großen Konzerne ist viel Kaisers neue Kleider. Da ist viel Bluff. Man ist geblufft oder geblendet von diesen Namen, Siemens. Und dieser Peter von Siemens, das war ein großartiger Entrepreneur, aber der ist seit 100 Jahren tot. Und seitdem machen Manager und Verwalter, mehr Verwalter als Manager, diese Firmen. Und die leben natürlich auf kleinen Monopolen, von der elektrischen Zahnbürste bis zum Kaffeeautomaten. Und der Name Siemens ist natürlich, ja, also das liegt noch eine Weile, bis das nächste Startup kommt und die Kaffeeautomaten doppelt so gut und halb so teuer macht wie Siemens. Und dann sind die auch weg. Und so passiert es ja im Moment auch. Die verlieren so ein Ding nach dem anderen. Philips hat gerade alle seine alten Sachen aufgegeben und macht jetzt, glaube ich, nur noch Medizintechnik oder so. Das ist ein Bereich, der so ein bisschen noch komplizierter ist. Da sind die Startups noch nicht so drin. Also ich will Mut machen und sagen, da ist viel, da sind viel, wie sagt man da, Pappfiguren und viel alte Namen und viel Tradition und viel Verwaltung und viel unmotiviertes Volk, das da herumsitzt. Noch ein letzter Satz, also einer der langjährigen Mitarbeiter, der auch immer in der Masterclass natürlich vorkommt, der Sven Ripsas, war Student in der T-Kampagne, ist jetzt Professor für Entrepreneurship an der FHW und der erzählt immer, ja, T-Kampagne, das war ihm damals so ein bisschen, er wollte eigentlich in die große Industrie. Man soll Leute nicht festhalten, wenn die in die große Industrie gehen wollen, habe ich gesagt, ja, also klar. Und in der Tat hat er eine Stelle bei Schering bekommen. Und jemand hat ihn da eingestellt und hat ihm den Auftrag gegeben, die nordischen Länder, die Umsatzentwicklung oder so von Schering in den skandinavischen Ländern zu verfolgen. Und das hat er auch gemacht. Und irgendwie hat er das Gefühl gehabt, diese Berichte interessieren niemanden so. Und der Mensch, der ihn eingestellt hat, war auch irgendwann weg. Und er hatte das Gefühl, er ist vergessen worden, aber er wurde gut bezahlt. Und niemand hat sich für seine Berichte interessiert, aber niemand hat ihn auch irgendwie groß tangiert oder sein Gehalt gekürzt oder ihn gar entlassen oder ihm eine neue Aufgabe gegeben. Und dann stand er vor der Frage, soll er seinen Rest des Lebens gut versorgt bei Schering verbringen oder soll er aufhören? Und Gott sei Dank hat er sich entschlossen, aufzuhören, hat bei uns wieder eine Weile weitergemacht, hat dann das Existenzgründerinstitut geleitet und ist Hochschullehrer für Entrepreneurship geworden. Also nur so mal so ein Beispiel, dieses Kafkaeske dieser Großunternehmen,
ist tatsächlich so. Und ich übertreibe vielleicht ein bisschen oder mir fallen immer solche Teile auf. Wahrscheinlich haben wir auch ein paar effiziente Zellen. Es sind dann noch 30%, die offenbar motiviert sind. Also habt Mut, will ich sagen. Haben Sie Mut, in einen Bereich zu stoßen, wo viel Bluff und viel alte Namen unterwegs sind. Das muss erst mal verarbeiten jetzt, ne? Oder? Ne? Sehr gerne. Danke, für Professor Faltin. Jetzt ist die Frage, das ist jetzt eine Frage auf Ihre Keynote heute. Wollen Sie darauf eingehen noch? Da im Chat gerade, Sie haben das Konzept der Konsolidierung des Versandes für verschiedene Anbieter über die DNT-Kampagne Versandensleister erwähnt. Können Sie dazu was sagen oder wo gibt es da mehr Informationen? Also das ist eine Idee von uns, der wir nachgehen, eine Plattform zu bilden, wo man viele Anbieter hat und nicht jeder für sich versendet, sondern man gemeinsam versendet. Das macht ökologisch Sinn. Das wäre ein Bein, also wenn Sie an meine Figur denken, das wäre so ein Bein, wo man sagt, da hat man einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Versendern, dass man viele Produkte aus einer Hand bekommt, ohne dass es ein großer sein muss, also viele kleine Bündeln. Das ist aber nur ein Bein. Also darauf würde ich eine Plattform allein nicht bauen wollen, sondern es muss schon noch ein paar mehr Vorteile haben. Aber es ist ein Bein und da haben wir jetzt nach längeren Gesprächen unseren eigenen Versanddienstleister in Speyer gewonnen, dass er sagt, doch, das kriege ich hin. Ja. Okay, das war jetzt für die Antwort auf den Chat, das ist auch so ein bisschen off-topic. Wir sind jetzt hier in der Session, die Masterclass stellt sich vor. Herr Professor Faltin, ich habe ja vorher schon, das können Sie sich ein bisschen durcheinander heute, schon ein bisschen erzählt, was diese Masterclass, wie die ungefähr aussieht. Also so dieses rein Technische haben wir schon ein bisschen durchgekaut. Ich würde gerne noch von Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie noch einen kleinen Ausblick geben, gerade so am Anfang, die Ideen zum Beispiel, dass wir dieses Jahr das neue Laborformat mit eine Einreichung, also diese 10 insgesamt auswählen, das habe ich auch schon einmal erwähnt. Noch kurz dazu, also was kriegt ihr in der Masterclass und was können wir von Ihnen erwarten? Quasi? Ja, also es gibt eine Rückmeldung, die ich sehr ernst nehme, die heißt, es lohnt, wenn man ein Konzept länger bespricht und vielleicht eine kleine Schwäche bisher war, also wir wollen ja lernen, dass so 2, 3, 4 Konzepte vorgestellt werden und ich kommentiere die dann und dann wird ein bisschen gemeinsam kommentiert und oft stimmen wir dann ab, würden Sie das kaufen oder nicht? Und es geht vielleicht nicht tief genug. Also man muss sich doch länger mit einem Konzept beschäftigen. Und bis zu dem Punkt auch vielleicht nochmal das Gesamtkonzept in Frage zu stellen. Also mein Beispiel ist immer, jemand sagt, ich will ein ägyptisches Restaurant eröffnen. Und normalerweise würde man sagen, also da brauchst du aber, musst du gut ägyptisch kochen können. Es gibt ja schon ein paar ägyptische Restaurants und du musst eine schöne Atmosphäre schaffen und vielleicht die Lage muss in Mitte sein oder wo. Und so, und während ich eigentlich bei so etwas gerne anders vorgehen würde, und das braucht aber ein bisschen mehr Zeit dann, also ich würde zum Beispiel fragen, warum ägyptisches Restaurant? Und wenn der Mensch sagt, Ägypten finde ich interessant, dann sage ich, was findest du denn in Ägypten interessant? Ja, ich war in Ägypten und finde das da tolle Atmosphäre. Dann sage ich, warum gehst du denn nicht nach Ägypten? Ach so. Und was würdest du denn in Ägypten gerne machen? Diese Altertum oder mit den Menschen leben oder am Nil sein oder die tropische Vegetation? Ach so. Und dann, also ich will herauskitzeln, was macht ihn wirklich lebendig? Und
dann würde ich sagen, dann mach ein Geschäftsmodell daraus. Also wenn du gerne am Nil sitzt, dann versuch dort was zu bauen. Ein kleines privates Ferienresort für 5 Gäste. Und wenn du mehr Geld hast oder den Gästen das gefällt, dann mach es für 20 Gäste und dann vielleicht mal für 30 oder 50 Gäste. Ich bin jemand, der eher so bottom-up, also Bootstrapping, nicht gleich einen Kasten hinbauen, sondern mal mit der Bevölkerung und in dem Dorf, also einen Tourismus, das Dorf einbeziehen. Das müssen Sie nicht bezahlen, das Dorf. Das ist dann Teil Ihrer eigenen, also Mehrfachnutzung, wenn Sie so wollen, oder einen kulturell sensitiven Tourismus. Aber es braucht dann einen Mittler zwischen dem Dorf und den europäischen Touristen und einen sehr, sehr sensitiven und kulturell auch beschlagenen Vermittler. Und das könnte ja der Mensch sein, wenn er eine Sympathie, eine Liebe zu diesem Ägypten hat. So, also plötzlich bin ich völlig weg von dem Restaurant in Berlin-Mitte, sondern bin bei etwas, was ich rausgekitzelt habe, bei dem, was ich nenne, Idee öffnen. Aber dazu braucht man ein bisschen mehr Zeit. Und manche Leute sagen, das will ich vielleicht auch nicht so preisgeben in so einer großen Gruppe. Und dann haben wir die Idee, dass wir sagen, dann machen wir eine kleine Gruppe. Bieten wir auch mal an, vielleicht nicht für einen Einzelnen, aber für 2, 3 Gruppen. Das ist dann so ein bisschen privater. Und wir können jetzt nicht für jeden Einzelnen so eine Art Business Model Therapie machen. Dann was mal. So, sondern es sind ja immer die gleichen Fragen. Also ich habe gemerkt, es ist immer das Gleiche. Was macht dich wirklich lebendig? Wovon träumst du? Ja, das geht doch nicht oder das darf man nicht oder das ist das rechtlich in Ordnung? Ich sage, nein, jetzt lass doch mal, überleg doch mal, wo wirst du wirklich lebendig? Ja, am liebsten würde ich Katzen streicheln. Da sage ich, na dann streichle Katzen, das ist doch großartig. Die Katzen freuen sich und vielleicht findest du noch mehr, die auch Katzen streicheln wollen. Bestimmt findest du die und dann ist dein Businessmodell, Katzen zu streicheln. Also es gibt alles. Wir müssen nur unserer Fantasie und unserem Empfinden, was wollen wir wirklich? Friedrich Bergmann, dieses, was wir wirklich, wirklich wollen, nicht was uns andere erzählen, die Eltern, der Ehepartner, der Pfarrer, der was, also wir sind ja im Leben ständig irgendwelchen Leuten ausgesetzt, die uns erklären, was wir es wollen sollen. Und der Status, und wenn du ein BMW fährst, dann bist du ganz groß, aber wenn du eine ganz toll aussehende Frau hast oder wenn dein Hund ein Statushund ist, weil er Windhund britischer Abstammung oder irgendwas. Also wir sind ständig irgendwelchen, sage ich mal, verrückten Anmutungen ausgesetzt, die uns versprechen. Die ganze Konsumwelt ist ja so. Wenn du ein Porsche Carrera oder wenn du den Anzug von irgendwas hast und wenn du der neuesten Mode folgst oder diese Frisur oder dieses Konsumgut oder diesen Art von, was weiß ich, sich mal davon zu befreien, es lohnt. Sie verschenken ihr Leben, wenn sie das Leben führen nach den Vorschlägen und Beeinflussungen anderer. Sie verschenken ihr Leben. Und wenn kurz bevor der Deckel zugemacht wird, merken sie vielleicht, dass sie ihr Leben an sich vorbeigeführt haben. Und Entrepreneurship ist auch ein Weg, sozusagen bevor der Deckel zugemacht wird, zu sagen, jetzt versuche ich mal, mein Leben so einzurichten, dass ich zumindest ein bisschen näher an dem dran bin, was mich lebendig erhält. Und das erhält sie auch gesund. Ich habe das auch oft erlebt. Also ich habe einen Gründer, ich nenne den Namen nicht, ich kenne ihn wahrscheinlich vor Augen. Das war ein unscheinbarer Student, sah nicht besonders gut aus, hatte auch keine Freundin, hatte ein bisschen Übergewicht gehabt. Und er war ziemlich, also lonely, lonely heart. Und auch ein Einzelgänger. Und irgendwie war der hartnäckig und hat mich gewonnen, sein Business Angel zu werden. Und wie das dann so ist an diesem Challenge. Und man entwickelt ja soziale Skills und man wird ja gefordert auch. Und er hat sich total verändert. Er hat sich total verändert. Und was ich damit sagen will, also nicht nur verändern Sie sich als Persönlichkeit sehr positiv. Ich sage immer, also wenn ich Persönlichkeitstherapeut wäre, dann würde ich nicht Psychotherapie oder irgendwas machen oder Urschrei oder was da alles für Techniken gibt, sondern ich würde sagen, Entrepreneurship ist die beste Therapie, weil sie lernen, sie verändern ihre Persönlichkeit und sie sehen auch besser aus.
Das Aussehen hängt ja nicht davon, ob Sie eine schön gebogene Nase haben, sondern das Aussehen hängt auch von Ihrer Ausstrahlung ab, von Ihrer Energie und der Art, wie Sie sprechen, wie Sie agieren. Das ist Schönheit, nicht nur die gebogene Nase oder sonst was. Und das kommt natürlich, wenn Sie zu sich finden, wenn Sie Ihren Energiefaden wieder aufgreifen können. Und den können Sie finden, das ist kein Hexenwerk. Und natürlich müssen Sie auch einen Beruf haben, müssen Sie eine ökonomische Tätigkeit haben, die Sie nicht zwingt, für 8 Stunden oder länger sich in irgendeine Rolle zu begeben, die Sie eigentlich gar nicht mögen oder die zumindest Ihnen nicht liegt, sondern gerade wenn Sie etwas finden, wo Sie Ihre Ökonomie dadurch erzielen, dass Sie auch Sie selber sein können. Und das kann sein als Gaukler, das kann sein als Koch, das kann sein in Ägypten mit Ihrem kleinen privaten Resort oder indem Sie sich in die Sterne verlieben und die das eine tolle Geschichte finden und es anderen zugänglich machen. Es gibt 1001 oder 100.001 Möglichkeiten, das, was einen selber begeistert und erfüllt, auch anderen mitzuteilen. Natürlich finden Sie immer andere auch, die das begeistert. Und das finden die Siemens und Krupps und so nicht. Und wir sind in einer komischen Welt, die nicht so ist, wie sie menschengemäß sein könnte. Da bin ich ja nicht der Erste, der da sagt und auch nicht der Letzte, sondern die Frage ist, wie kommt man dahin? Und einer der Wege dahin, viele sagen, es ist Bildung, aber ich glaube, einer der Wege dahin ist Entrepreneurship und einer, den Sie steuern können. Bildung, wenn Sie Glück haben, haben Sie wirklich gute Lehrer, aber braucht man auch Glück. Ich hatte das nicht, aber dieses Entrepreneurship können Sie selber in die Hand nehmen. Und wir helfen Ihnen dabei, aber es ist machbar und Sie müssen sich ein Stück weit darauf einlassen, aber es ist auch eine schöne Veranstaltung, finde ich. Mir macht es Spaß und ich glaube, den meisten, die dabei waren, oder ich kann, glaube ich, sagen allen, ich habe noch keinen gehört, der sagt, ach, das war irgendwie, oder gibt es einen, oder gibt es, also haben Sie von einem gehört? Es hat allen, auch wenn sie nicht selber gegründet haben, alle haben gesagt, es hat mir was gebracht. Und die gar nicht teilnehmen konnten, weil irgendwas dazwischen kam, wollten nicht mal ihr Geld zurückhaben, obwohl wir das angeboten haben. Tatsächlich, ja, das steht nicht in unseren AGBs. Wir haben keine AGBs in dem Sinne. Also wir haben einen Masterclass-Vertrag. Wir hatten dieses Jahr 5 Rückmeldungen von Leuten, die in der Hälfte kamen. Und gesagt haben, boah, das war jetzt zeitlich dann doch schwierig oder ich habe den Einstieg nicht richtig geschafft und wir leben Kulanz und wollen ja, dass die Leute jetzt nicht mit einem schlechten Gefühl rausgehen. Und haben dann gesagt, na gut, wir können das auch hier beenden, Hälfte der Masterclass zurück oder du bleibst drin, kriegst den Status einer Alumni und kannst im nächsten Jahr eben wieder in jeden Workshop reinmachen. Und wir haben eine 100% Haltequote gehabt, was mich persönlich auch sehr gefreut hat. Weil das ja einmal auch auf mich zurückfällt, der Kontakt schien gut zu sein und auf Professor Faltin sowieso. Und von diesen 5 werden jetzt 4 dieses Jahr tatsächlich nochmal von vorne richtig durchstarten. Also wir arbeiten für euch, in Anführungsstrichen. Sprich, das ist ein Angebot von uns. Professor Faltin ist ein Angebot. Das sind seine Thesen. Wenn ihr die seht und versteht und den folgen wollt, das versuchen wollt, seid ihr bei uns auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ihr habt jetzt in diesen 10 Minuten, die Faltin jetzt ganz gesprochen hat, die Stichworte Standbein, Faktor 4, Mehrfachnutzung, stimmig zur Person, neue Sichtachsen gehört. Das sind alles tatsächlich eigene Workshop-Titel. Das heißt, mit diesen Titeln werden wir uns einen kompletten Tag dann noch beschäftigen können und da eben anhand auch von Konzepten und Beispielen das richtig schön durcharbeiten, sodass ihr das exemplarisch auch für eure Konzepte, die in welchem Stadion auch immer zu dem Zeitpunkt sind, mitnehmen könnt, plus eben diese Vernetzungsmöglichkeit, plus eben die Offenheit, dass es eben nicht dieses Jahr sein muss, sondern es kann auch das Jahr und ein halbes sein, es kann auch 2,5 Jahre sein und wir sind da und vor allem das Alumni-Netzwerk, was eben durch die Digitalisierung, die wir seit letztem Jahr haben, deutlich besser vernetzt ist und sein wird. Das hilft euch nur. Johanna, wollen wir noch? Nee, eigentlich wollte ich nur noch einen Zusatz sagen, weil
Das Wesentliche ist vielleicht auch, dass nicht alle nach der Masterclass gründen und das ist auch nicht schlimm. Es ist sogar auch vielleicht besser, weil viele Menschen, die mit einer Idee reinkommen und sagen, hey, ich habe eine tolle Idee, ich möchte das gerne gründen und im Endeffekt gründen sie dann oft bei uns nicht und sozusagen gehen eher nochmal in die Arbeit und gehen nochmal in ihr Konzept und überarbeiten es nochmal und sozusagen wir sichern auch dann damit einfach einen sicheren Platz. Also viele genau. Leute gründen viel zu früh, haben noch gar kein ausgereiftes Konzept, haben noch nicht 4, 5, 6 Standbeine und auf einmal fallen sie knallhart auf die Nase, haben schon ihren Job gekündigt und dann kommen dann gleich die Schulden. Also wir wollen sozusagen auch vermeiden, dass die Leute, wenn sie nicht gründen, ist es nicht schlimm, ist sogar eventuell besser, nochmal zu warten und nochmal weiter zu tüfteln, bevor man sozusagen wirklich gründet, alle anderen Seile abbricht und dann ins kalte Wasser springt. Also sozusagen ist es auch nicht schlecht, wenn Leute nicht gründen, sondern ein Gründungsprozess, wie Herr Faltin ja auch oft sagt, ist ein Marathon, das dauert länger und das ist sozusagen jetzt auch nicht gut oder nicht schlecht, es ist einfach so, wie es ist und das nur als Hinweis nochmal. Ich habe das vorher auch ein paar Mal, wir stellen jetzt in den Chat für die Leute in Zoom den noch einen Link rein. Das ist der Link für die Infoveranstaltung, die kommende Woche Freitag stattfindet, um 18.30 Uhr, rein digital. Euch kann ich jetzt keinen Link so mitgeben, aber ihr werdet das sicherlich auch finden, die da noch kommen wollen. Und nochmal, Doc, habt ihr nochmal die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Nochmal eine Woche absacken quasi und dann kommen eben die Fragen. Ansonsten per E-Mail masterclass@entrepreneurship.de. Da erreicht ihr meine Kollegin Johanna und mich. Wir werden das beantworten. Und dann eben, da freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir dann am 13. November, das ist ein Samstag, in den Kickoff gehen. Ja, bitte? Darf ich eine Frage? Also Faltin? Ist schon. Vielleicht können Sie den Teilnehmern auch die Geschichte von Ratiodrink nochmal sagen mit Raphael Kugel. Das fand ich sehr spannend. Ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen hier. Sehr sympathisch. Und ihm haben wir auch die Konferenzflasche ja zu verdanken. Vielleicht da mal die Entstehungsgeschichte. Ich kenne sie nur zum Teil. Vielleicht können Sie da nochmal die Anfänge so sagen. Interessiert vielleicht einige. Also der Raphael Kugel war mein Assistent an der Uni und er hat überlegt, ob er promovieren soll und so versuchen soll, Hochschullehrer zu werden oder Entrepreneur. Und das hat er eine Weile überlegt und irgendwann kam er und sagte, Herr Faltin, ich würde gerne was gründen. Und er hatte aber keine so richtige Idee und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, ziemlich lange. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wie das entstand, aber irgendwann kam die Idee mit dem Fruchtsaft. Also damals war Fruchtsaft noch was eher Neues. Heute gibt es einen Haufen Anbieter, aber damals war so, gab nur so 2, 3 Lindavia und diese da in Ludwigsburg oder so, in der Nähe von Stuttgart. Also es gab für mich keine großen Anbieter. Und irgendwie haben wir festgestellt, naja, Fruchtsaft ist, was die einem verkaufen, ist Fruchtsaftkonzentrat, so 5% Konzentrat, der Rest ist Wasser. Und also sie bezahlen 5% Fruchtsaftkonzentrat mit einem Haufen Wasser. Und das Ganze müssen sie nach Haus schleppen und entsorgen, die Tüten. Und irgendwie, je länger wir hingeguckt haben, desto mehr fanden wir, das ist ja totaler Blödsinn. Ökologisch Blödsinn, weil Wasser über lange Strecken transportiert wird, was sie eigentlich aus der Wasserleitung nehmen können, was ökologisch um den Faktor sage und schreibe 600 besser ist, als Wasser zu transportieren. Also es gibt ja in den USA eine Tap Water Campaign und wir versuchen hier in Deutschland ja auch eine Wasserkampagne ins Laufen zu bringen. Also das, was der Abfüller macht und ihn als Fruchtsaft verkauft, war dann irgendwann die Überlegung, das können Sie auch zu Hause machen. Dazu brauchen Sie Fruchtsaftkonzentrat und den Wasserhahn zu Hause. Und das Ganze ist ökologisch viel besser, aber auch ökonomisch viel besser. Das kann man sich ja unschwer ausdenken, dass das Fruchtsaftkonzentrat gemischt mit Wasser preiswerter ist, als wenn Sie das, ja. Und das war's. Und dann war nur noch jemanden finden, der
gut und preiswert Bio-Konzentrat herstellt und die Verpackung dazu. Also weder haben wir das Konzentrat selber hergestellt, da kommt dann Gründen mit Komponenten ins Spiel, ein Finden, der Konzentrat herstellt, überlegen, welche Verpackung, diese Back-in-Box, jemanden finden, der es keimfrei abfüllt, jemanden finden, der das Büro macht, Holger Jonsson, und jemanden finden, der es versendet, Projektwerkstatt, die hat die Erfahrung mit Versenden. Also es ist auch ein Beispiel für Gründen mit Komponenten. Es sind 100% Komponenten. Die Idee ist im Kopf von mir und Raphael Kugel und der Rest sind Komponenten. Und wir haben ein Problem, sage ich immer, wenn ein Journalist kommt und sagt, ich würde Sie gerne in Ihrer Firma interviewen. Da sagen wir, das ist ein Problem. Sie können zu mir in die Küche kommen oder wir können uns in einem Restaurant treffen oder in einem Café. Aber die Firma gibt es hier im Kopf. Ansonsten gibt es Komponenten. Die haben aber mit uns nicht viel zu tun. Die machen ihr normales Business und manchmal, und nicht viel, weil wir am Anfang klein waren, machen die so ein bisschen was für uns. Also ich sage das so aus Spaß. Also da hatten wir ein Problem. Aber ansonsten, wenn es in Raphael Kugel, inzwischen haben wir seinen Anteil in die Projektwerkstatt übernommen, der macht jetzt was anderes. Wenn Sie ihn fragen, wie viel hat man damit zu tun? Naja, er denkt viel darüber nach, aber richtig zu tun ist es eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde. Mit Kunden sprechen, das ist ja, was können wir noch verbessern? Und gucken, funktionieren die Komponenten alle? Ist genügend Fruchtsaftkonzentrat da? Hat der Abfüller Kapazität frei? Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Versenden? Funktioniert das Büro gut? Also solche Sachen. Ja, so ist das Ratio-Drink entstanden. Und noch der Name, weil wir dachten, oh Gott, das heißt alle so Oktobersonne oder Sonnenapfel oder Apfelsonne. Das ist alles ein bisschen albern. Können wir nicht einen anderen Namen? Und was ist es? Es ist vom Verstand her zu sagen, kann man Fruchtsaft nicht intelligenter anbieten. Und deswegen der Name Ratio-Drink. Alle fanden, das ist ja ein schrecklicher Name. Aber der Name bleibt hängen. Wenn man ihn einmal gehört hat, bleibt er hängen. Weil Ratio Farm, Ratio Drink, das bleibt hängen. Und das Wort Ratio ist ja nicht geschützt. Und das, ja, das ist so die Geschichte von Ratio Drink. Das ist meine Idee von Raphael. Der sagte, Mensch, immer diese Pappbeutel und wir wollen doch ökologisch sein. Und dann haben wir immer diese Pappbeutel, das ist doch irgendwie blöd. Warum nicht? Ja, und so haben wir diese Konferenzflasche. Das war eine Idee von ihm und ich finde es ja eine gute Idee. Und seitdem machen wir das. Es sind relativ einfache Sachen. Das ist jetzt kein, brauchen Sie nicht Einstein sein. Und so muss man systematisch Produkte durchgehen und sagen, kann man die nicht intelligenter machen? Und damit haben wir jetzt auch noch Gründen mit Komponenten, was der finale Workshop der Professor Faltin-Workshop-Reihe sein wird, übrigens, mit ins Spiel gebracht. Und der finale Workshop heißt, wir gehen dem Ende zu und ich möchte mich sehr herzlich für euer Interesse heute, das war ja noch kein Workshop, euer Interesse bedanken und würde mich noch viel mehr freuen, wenn wir, weil das der Austausch findet dann erstmal mit mir statt und mit Johanna, noch mehr voneinander hören. Und eben der Hinweis, den du vorher schon gegeben hast, die Infoveranstaltung kommenden Freitag. Wir sind jetzt auch hier noch im Henry Ford Bau unterwegs. Ab 19 Uhr nämlich, das ist jetzt gerade vorbei, beginnt der Ausklang, das Get-Together unten im Foyer. Das heißt auch die Weinbar bzw. der Bierkühlschrank ist nun geöffnet. Und wir können da gerne noch das ein oder andere Gespräch führen und Fragen gerne auch bilateral klären oder argumentieren und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag für die, die noch Fragen haben oder direkt am 13. November zum Kickoff der Entrepreneurship Masterclass 21/22. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.